Ja, danke erstmal für die freundlichen Worte. Danke, Ansgar, dass wir da, dass das so gut geklappt hat. Und dann entschuldige an alle, weil ich ja schon mal kommen sollte und nicht da sein konnte. Und naja, das gibt's halt alles. Vielleicht noch zwei Sachen. Also dieses Dia war mal mit den Büchern, das ist einem ja peinlich. Ja. Mir hat mal einer an einem Büchertisch zugerufen, Herr Spitzer, Sie sind ja der Drehwarmann der Neurowissenschaft. Und da war es mir noch peinlicher. Aber ich kann die jungen Leute beruhigen, das ist normal. Wenn man einfach uralt wird, hat man halt immer mehr geschrieben. Ja, das ist akkumuliert ja. Und Bücher verschwinden nicht einfach wieder, sondern die gibt es halt dann immer noch. Und so kommt es, ja. Das ist also nichts Besonderes in gewisser Weise, ja. Und dann, ja, wie kommt ein Psychiater dazu, sich mit Lernen zu beschäftigen? Das ist auch ganz einfach. In der Psychiatrie wird falsch gelernt, da muss umgelernt werden, neu gelernt und so weiter. Ja, und das ist natürlich, wenn man dann noch Kinder in der Schule hat und die kommen dann manchmal nach Hause und erzählen einem Sachen, da fängt man an nachzudenken. Und so komme ich tatsächlich dazu, mich damit zu beschäftigen. Das ist wirklich so. Und dann versucht man noch ein bisschen das Hirn besser zu verstehen von... Ja, vom anderen Ende, wie der Ansgar, der macht mit Beinen rum von Heuschrecken und wir machen mit den Gehirnen von Menschen rum. Das ist schon ein bisschen unterschiedlich. Aber es ist interessant, man kann natürlich da doch, es gibt da Verbindungen und man kann eine Menge voneinander lernen und deswegen macht das auch so einen Spaß. Und ja, und deswegen kennen wir uns auch schon ewig, haben uns in Günne kennengelernt. Wenn Sie nicht wissen, wo das ist, macht es nichts, weil das weiß niemand, ist auch gut so. Denn da ist überhaupt nichts los. Und wenn sich da einmal im Jahr eine Woche lang Neurowissenschaftler treffen, dann kann man nirgendwo anders hingehen. Ja, weil da ist nur ein Ding in Günne. Und dann trifft man sich halt von morgens, von 7 beim Frühstück bis abends, nachts um 2 beim letzten Bier und redet über nichts als über Neurowissenschaften. Das ist richtig spannend. Ja. Jetzt fange ich einfach mal an. Philosophisch betrachtet mit einem Existenzbeweis. Das sind 3 Bilder von Gehirnen, wie man unschwer sieht, aus der medizinischen Literatur, wie man auch unschwer sieht, stimmt da nicht alles so ganz. Ja. Und warum zeige ich Ihnen diese 3 völlig verschiedenen Bilder? Weil diese 3 Patienten oder diese 3 Menschen eines gemeinsam haben. Sie sind klinisch unauffällig. Ja, Sie haben richtig gehört. Das glaubt man nicht, wenn man die Bilder sieht. Das hier ist ein mit-40-jähriger französischer Beamter mit 2 Kindern. Das Interessante ist, an dieser Stelle wird immer gelacht. Wenn ich sage, das ist ein 50-jähriger Lastwagenfahrer, der sich mal im Scanner verirrt hat, obwohl es ihm eigentlich gut ging, lacht niemand. Ja? Wobei, der interessanteste Fall ist vielleicht der, das ist ein 3-jähriges Mädchen, das war ein 3-jähriges Mädchen, das im Alter von 3 Jahren hatte das eine Entzündung, die war hier und die drohte überzugreifen auf diese Hirnhälfte. Also in der linken Hirnhälfte war die Entzündung. Und da hat man sich zu einer ganz heroischen Therapiemaßnahme entschlossen, halbes Hirn raus. Das wurde rausoperiert. Ja. Hier sitzt die motorische und sensorische Kontrolle von hier. Hier sitzen die Sprachzentren. Also man denkt jetzt das Schlimmste. Ja. Und wenn Sie dieses Bild einem Radiologen zeigen, sagt er, dieser Mensch ist tot. Bestenfalls tiefkomatös oder so. Aber ja, und wie der, also wenn der denkt, fragt man sich schon, ja, wo macht er das eigentlich? Ja. Ich sagte, dieses sind Existenzbeweise, denn noch einmal, dieses hier, dieses Kind wurde dann, das ist im Lancet publiziert, in einer weltbekannten Medizin-Journal, das wurde im Alter von 7 Jahren nachuntersucht und man würde eben das Schlimmste erwarten, aber was ist mit dem Kind der Fall? Das springt rum. Das ist nicht halbseitengelähmt. Sie müssen Reflexe klopfen, damit Sie eine kleine Differenz finden. Ja. Und es hat keine Sprachzentren mehr, ja, aber dann steht in der Publikation so schön, she is fully bilingual in Turkish and Dutch. Das Kind spricht 2 Sprachen ohne Sprachzentren. Und mein ganz simpler Punkt ist, ja, was geht denn dann mit alles? Ja? Also wenn Sie mit einem halben Hirn 2 Sprachen können, ohne Sprachzentren, wenn das geht, ja, wenn das unauffällig ist und das auch, ja, wie kann es dann sein, dass in Deutschland zum Beispiel jedes 14. Kind keinen Hauptschulabschluss schafft? Mit dem ganzen Hirn. Ja? Das ist die Kernfrage, die sich hier anschließt.
Und ich werde die Frage hoffentlich heute beantworten, weil das, und die Antwort fällt anders aus, als man denkt. Es sind nicht die Lehrpläne und es sind nicht die faulen Lehrer und auch schon gar nicht die bösen Schüler und auch nicht die Eltern, die sich nicht kümmern. Das heißt, es ist eine ganz komische Mischung aus vielen Dingen, die man aber dann doch schon näher bezeichnen kann. Man kann mehr sagen als nur, die Welt ist halt multikomplex und nichts Genaues wissen wir nicht. Das sagen manche, aber man kann es besser machen. Und Wissenschaft geht so vor, dass sie eben Bedingungsfaktoren einzeln isoliert und dann eben versucht, deren Varianzaufklärung zu messen und so weiter. Da will ich hinkommen. Und weil ich dahin will, fange ich aber trotzdem ein ganz kleines bisschen mit dem Hirn an. Das kann ich aber ganz schnell machen, weil hier sind ja Biologen. Da muss ich nicht sagen, dass es Nervenzellen gibt, dass da Fasern ankommen von woanders her, dass da Synapsen gibt, ja, also da wo ein das Bild ist wunderschön aus Science Magazine, hat einen Preis gewonnen. Ja? Gelber Strom, Giftgrün, das kann bloß Chemie sein. Also hier wird ein elektrischer Impuls auf chemischem Wege übertragen. Ja? Und jeder Gymnasiast lernt ja heute, das ist Schulstoff der Oberstufe, ja? wie ein Aktionspotenzial über eine Synapse drüber geht und welche Ionenkanäle, Neurotransmitter und Rezeptoren dafür verantwortlich sind. Das ist Schulstoff. Interessant ist, was die Schüler in der Schule nicht lernen. Was das soll. Also gucken Sie mal die Biologie-Lehrbücher darauf hindurch. Wenn da also in dem Kapitel über das Aktionspotenzial und über synaptische Übertragung, gucken Sie mal, ob da irgendwo steht, warum gibt es überhaupt Synapsen? Denn ich meine, der Impuls, der könnte hier einfach weitergehen. Ja? Wenn hier gar keine Biochemie wäre, einfach nur so ein Kabel, richtig durch, zack. Das würde weniger Energie brauchen, das ging schneller, es wäre also effizienter. Ja? Warum gibt es Synapsen? Und die Frage, warum gibt es überhaupt Synapsen? Die ist ja nicht irgendwie nur so lala, sondern die ist ja wichtig, denn wie viele Nervenzellen haben wir im Kopf? Grob 100 Milliarden. Pro Nervenzelle 10.000 Synapsen. Die Anzahl der Synapsen in Ihrem Kopf ist also 10.000, 100 Milliarden, das sind 1 Million Milliarden. Das ist die Anzahl der Synapsen in Ihrem Kopf, 10 hoch 15. 1 Million Milliarden. Ich glaube, Banker können sich die Zahl auch nicht vorstellen. Sie können sich also einfach merken, es sind echt viele, das reicht ja schon. Und die Frage sei doch erlaubt, wofür haben Sie 1 Million Milliarden Synapsen im Kopf? Ja. Es ist noch gar nicht so lange her, dass das klar wurde. Ich habe in der Medizin noch gelernt, als ich studiert habe. Das ist 100 Jahre her, aber es ist halt schon eine Weile her. Und da hat man gelernt, dass das Hirn, ja, das ist unglaublich kompliziert. Und das war dann bei uns so, naja, da fangen wir halt mal an zu gucken, was ist denn da? Und da hat jedes Fitzel hat einen Namen. Und ja, da lernen wir erstmal die Namen auswendig. Und wenn man dann gefragt hat, ja, was soll das alles? Ja, jetzt muss ich erstmal alles auswendig lernen. Und dann war das Semester rum und wir hatten noch längst nicht alles auswendig gelernt. Und dann waren wir auch wieder schon fertig. Und wenn man dann gefragt hat, ja, das werden wir nie verstehen, wie so ein Hirn denkt. Ja, das ist viel zu kompliziert und das Hirn kann sich doch nicht selber verstehen. Das ist doch eh paradox, wenn man das auch nur versucht. Alles Blödsinn. Ja. Man kann eine Menge kapieren. Natürlich wissen wir vor allem, was wir nicht wissen, aber wir wissen auch schon ein bisschen was. Ja. Und mein Punkt ist, das bisschen, das erlaubt uns besser mit dem Gehirn umzugehen und vor allem Lernprozesse besser zu verstehen. Also ich werde Ihnen das an Beispielen hoffentlich klar machen. Ja. Aber da hat sich eben was geändert. Das ist aus Nature, schon wieder lange her, 1999 ist das Bild publiziert. Hier hat man einfach mal Synapsen erst elektrisch charakterisiert und dann fotografiert. Zürcher Arbeitsgruppe. Und was man hier sieht ist, das Ding sieht anders aus als das. Ja. Und an dem liefen vorher wenig Impulse drüber und an dem Ding hier viel. Und deswegen sieht es so aus. Ja. Und jetzt gibt es Leute, die sagen immer noch, naja, das heißt noch gar nicht so viel, aber mittlerweile also verdichten sich immer mehr die Hinweise und ich formuliere jetzt mit Absicht vorsichtig. Man kann auch sagen, mittlerweile ist ziemlich klar, dass Lernen letztlich das da ist. Nämlich da ändern sich Verbindungen zwischen Nervenzellen. Ja? Und egal, ob sie laufen lernen oder Lateinvokabeln oder sich benehmen oder sprechen, ist egal, letztlich geht es um diesen Vorgang. Ja? Wenn hier einmal was drüber läuft, passiert nicht viel. Muss schon öfters mal was drüber laufen. Ja. Gucken wir uns das nochmal genauer an. Das ist ein Bildchen von der Publikation aus der Bonhoeffer Arbeitsgruppe, vor 3 Jahren etwa erschienen. Hier sind wir an einem kleinen Stückchen eines Neurons. Also meinetwegen sind wir jetzt, hier ja, oder hier, irgendwo da. Ja, an so einem dendritischen Mast da. Und nebenbei, warum gibt es die überhaupt, diese Äste? Ganz einfach. Wenn da 10.000 Fasern ankommen sollen, Sie sehen, auf so einer Zelle haben die ja gar keinen Platz.
Und damit die alle Platz haben. Deswegen brauchen sie diese vielen Verzweigungen hier. Ist ganz simpel. Ja, und jede, an jedem dieser kleinen Knubbel, die man hier sieht, ja, da dockt eine Faser an. Warum sieht man die nicht? Weil wenn Sie so ein Bild machen wollen, das geht eigentlich gar nicht. Wenn Sie ein Neuron fotografieren wollen, geht es Ihnen so, wie wenn Sie im Urwald einen Baum fotografieren wollen. Dann gehen Sie ein bisschen zurück, wuff, sehen Sie nichts mehr. Ja? Müssen Sie, und da muss man halt das Ding mit einem Farbstoff füllen und dann draufleuchten, dann sieht man sowas. Aber das ist natürlich, solche Bilder gibt es ja viele. Aber die Leute machen sich oft nicht klar, das ist ein Artefakt. Ja. Hier sind ja ganz viele andere Neuronen und ganz viele Verzweigungen und ganz viele Fasern, die hier ankommen. Und das ist überhaupt der Witz von einem Neuron, weil ein Neuron alleine, das ist gar nichts. Ja. Das macht auch nichts. Aber in der Vernetzung macht das ganz viel. So. Zurück hierzu und zu dem Bild. Wir sind also ein Stückchen von einem Neuron. Und was die hier geschafft haben, das ist eben nicht einfach, ist, sie haben ein Loch im Versuchstierchen gebohrt, irgendwo da hinten. Und dann haben sie wieder ein paar Zellen angefärbt, also mit Fluoreszenzfarbstoff gefüllt, dann eine Glasplatte drauf gemacht. Und das Tierchen springt halt rum und dann ab und zu, also hier in dem Fall Tag 0, Tag 4, Tag 8, guckt man genau an die gleiche Stelle und guckt, wie sieht denn das Ding aus. Und die haben es uns leicht gemacht, die Autoren, denn sie haben einen roten Pfeil hingemacht. Immer dann, wenn hier jetzt ein Knubbel ist, der war hier nicht. Und ein blauer, wenn zum Beispiel hier einer war, der ist jetzt weg. Und was sehen Sie? Innerhalb von Tagen rote und blaue Pfeile. Das heißt, im ganz normalen Hirn, beim ganz normalen Tierchen, ich könnte jetzt auch sagen, in Ihrem Hirn zum Beispiel, ja, geht es so zu. Da wird dauernd abgebaut, umgebaut, neu gebaut, weggeräumt. Dauernd. Ja. Und damit, also richtig viel. Ja. Huch. Man denkt ja so, da ist also, damit wird ja eine Sache zum Problem. Nämlich, wie kann es überhaupt sein, dass wir so ein stabiles Gedächtnis haben, wenn das Hirn sozusagen Organ unserer geistigen Leistungsfähigkeit ist und das Ding sich dauernd in dieser Weise verändert? Wie kann das funktionieren? Ja, also vor 30 Jahren war das kein Problem, ja, weil das Hirn, da passiert nichts, habe ich gelernt in dem Medizinstudium. Sterben Nervenzellen ab seit der Geburt, also wir sterben zeitlebens, Hirntod auf Raten. Das ist aber so alles, was da oben passiert. Ja. Das war der Stand von vor 100 Jahren, aber mittlerweile wissen wir es wirklich anders. Das ist unser dynamisches Organ, da passiert ganz, ganz viel dauernd. Ja. Und die Frage, ja, wie können wir dann ein stabiles Gedächtnis haben, die hat auch eine ganz eigenartige Antwort. Es ist nicht so stabil, wie wir denken. Ja. Die schönsten Experimente kommen aus den USA von der Frau Elizabeth Loftus. Erzähle ich nur ganz kurz mal, damit Sie so ein Geschmäckle dafür kriegen, wie das wirklich ist. Ja. Entschuldigung, ein Gespür. Ich bin halt ein paar Jahre jetzt im Schwabenland. Und naja. Also was hat die gemacht? Die hat zum Beispiel Studenten ins Labor gebeten und hat ihnen Videoclips von Autounfällen gezeigt. Und einfach so ein paar Clips, wo Autos einen Unfall haben. Und eine Woche später kamen die wieder ins Labor und dann haben sie Fragebögen beantworten müssen zu den Autounfällen. Also meinetwegen, im ersten Clip kam das grüne Auto von links oder sowas. Man hat einfach nur geguckt, haben die sich da was gemerkt. Ja? Und eine Frage, die 50% der Studenten in ihrem Fragebogen hatten, war, wie schnell waren die Autos, als sie sich berührten? Und die anderen 50% der Studenten, die hatten die Frage gestellt bekommen im gleichen Session, also eine Woche nach dem Betrachten, wie schnell waren die Autos, als sie ineinander krachten? Wieder eine Woche später mussten die alle nochmal ins psychologische Labor kommen und dann bekamen die wieder Fragen zu den Unfällen. Und diesmal lautete eine Frage, haben Sie Glassplitter gesehen? Und das Interessante ist, dass diejenigen, die eine Woche vorher und eine Woche nachdem sie die Videos gesehen hatten, gefragt wurden, wie schnell waren die Autos, als sie ineinander krachten, die hatten zwei Wochen später dann Glassplitter gesehen und die anderen nicht. Ja. Also die Art, wie sie eine Woche nach dem Ereignis das Ereignis befragt und dann auch erinnerten, ja, ändert die Erinnerung. Was sie nicht können, das wissen wir mittlerweile, ist eine Erinnerung erinnern, aktiv sozusagen, und sie nicht verändern. Weil sobald sie, ja, das, sobald da wieder Impulse über Synapsen rauschen, ändern die sich. Ja? Also das kann ja gar nicht anders sein. Aber es ist interessant, dass man sowas eben auch finden kann. Und das passt eben wirklich sehr gut zur Psychologie, die wir schon länger wissen. Ja? Jetzt ging das Experiment hier erst los. Am Tag 9 hat das Tierchen was gelernt. Und mit einem schönen Trick, denn was ist hier hinten? Das visuelle System. Und das Tierchen hat jetzt eine Lernaufgabe bekommen, die war visuell. Und man hat geguckt, um wie viel verbessert sich die Leistung des Tierchens in der Lernaufgabe. Und man hat geguckt, wie sieht es denn hier so aus und was sehen Sie? Vor allem rote Pfeile, das heißt neue Verbindungen.
Man konnte sogar Korrelationen herstellen zwischen der Menge der neuen Pfeile über die Zeit und dem Lernverlauf. Und so konnte man nochmal sehr gut etablieren, dass tatsächlich sozusagen neue Erfahrungen mit unserer Gehirnstruktur was machen. Das Paper hatte den schönen Titel Experience Leaves a Lasting Structural Trace in Cortical Circuits. Schöner kann man es einfach nicht mehr sagen. Ja? Erfahrungen lässt eine dauernde, was immer Sie mit Ihrem Gehirn machen, ob Sie denken, wahrnehmen, fühlen, handeln, das Ding ändert sich. Und das ist ja sein Job. Ja? Dafür haben Sie 1 Million Milliarden Synapsen, damit die sich dauernd ändern, wenn sie benutzen. Ja. Das hier müssen Sie mir verzeihen, das ist mein Versuch, diese Erkenntnis sozusagen in den bayerischen Hinterwald zu transformieren. Stellen Sie sich einfach vor, da ist ein Park mit so viel Neuschnee. Und der sieht so aus und da laufen die Leute jetzt rein. Ja? Und weil es kalt ist, hat ja gerade geschneit, kriegen Sie erstmal einen Glühwein. Wenn Sie lang genug Glühwein getrunken haben, müssen Sie mal dahin. Wenn Sie rauskommen, sind Sie erleichtert, denken an die lieben Kleinen, kaufen noch was und gehen heim. Nicht jeder läuft so, aber viele werden so laufen. Und wenn Sie dann am Abend auf den Park runtergucken von irgendeiner Anhöhe, dann sehen Sie was. Trampelpfade. Gebrauchsabhängig entstandene Spuren. Warum erzähle ich Ihnen sowas? Weil es hier so zugeht. Psychologen hatten ja schon vor etwa 110 Jahren das, was Sie hier sehen, also als Spur, der Ausdruck Gedächtnisspur ist wirklich über 100 Jahre alt. Und nebenbei, die deutsche Sprache ist noch besser, denn die Wurzel des Wortes Lernen heißt Leis und das heißt letztlich Spuren legen. Das merken Sie, wenn Sie am Bahnhof gehen, da haben Sie ein Gleis. Das Wort Gleis und das Wort Lernen hat die gleiche Wurzel, also Spur. Ja, es ist ziemlich verrückt, dass sogar die Weisheit der Sprache das irgendwie eingefangen hat. Ja. Und der Punkt ist, dadurch, dass Sie oben hier so viele Strukturen haben, die sich eben durch Benutzung, durch geistige Arbeit ändern, deswegen kann diese Struktur eben solche Gedächtnisspuren bilden. Und wenn Sie jetzt einen, gibt es weiter. Und wenn da jetzt eben immer wieder das Gleiche passiert, dann ändern sich die Synapsen und dann irgendwann mal geht es halt immer besser in bestimmten Spuren. Seit 2003, um mal im Bild zu bleiben, wissen wir zum Beispiel Folgendes. Stellen Sie sich mal vor, die Glühweinbude macht am nächsten Tag zu und der hier hat auch eine Glühweinbude und macht jetzt auf. Wie laufen die Leute jetzt, wenn sie hier reingehen? Die gehen da lang und dann schlagen sie einen Haken und gehen dahin. Obwohl die beste Verbindung von A nach B, die wäre so. So läuft aber niemand. Warum? Es gibt ja schon einen Weg und der geht viel besser. Und seit 2003, Mersenick und Chung, das war auch ein Science Paper, wissen wir, hier geht es genauso zu. Verbindungen werden benutzt, auch wenn sie nicht mehr optimal sind. Sie werden benutzt, weil sie da sind. Und dadurch werden sie nebenbei natürlich noch ausgetrampelter, ja, obwohl sie gar nicht mehr funktionieren. Jetzt ist Ihnen klar, warum es viel leichter ist, sich eine schlechte Angewohnheit gar nicht erst anzugewöhnen, als sich wieder abzugewöhnen. Ja, das liegt genau da dran zum Beispiel. Und zum Beispiel erst mal was anders beibringen und dann wieder umlernen, ist keine gute Idee. Ja. Also die Kinder dürfen erst mal schreiben, wie sie wollen und ab der dritten Klasse müssen sie es dann richtig machen und bekommen gleichzeitig auch noch Noten. Ja, frustrierter kann man gar nicht mehr sein, wenn man schreiben lernen will. Ja? Und schwerer kann man es auch einem gar nicht machen. Ja? Hier sehen Sie, was alle Biologen kennen, ja, eins der bekanntesten Dias. Ich will Sie nur auf einen, das hat jeder schon mal gesehen, aber ich will Sie auf eine Sache aufmerksam machen. Das ist natürlich gelernt. Ja? Also hier gehen Fasern rein, die verzweigen sich, ja, und dann machen die Kontakte. Aber es kommt eben viel Information von der Hand und es kommt viel Information von Lippen und Zunge und sie essen selten mit ihrem Rücken. Und deswegen haben sie hier, kommt halt wenig und deswegen gibt es wenige Kontakte. Und genau deswegen haben sie wenig Hirn für ihren riesengroßen Rücken, aber viel Hirn für Lippen und Zunge und viel Hirn für die Hand. Und wenn Sie zum Beispiel Gitarren- und Geigenspieler sind, Profi, dann haben Sie mit 3, 4 oder 5 angefangen und bis zum Jahr 20 haben Sie mindestens 10.000 Stunden Geige geübt, sonst sind Sie kein Profi. 10.000 Stunden extra Input von hier nach da, das konnte eine deutsche Arbeitsgruppe in Konstanz schon 1995 in Science publizieren, macht mehr Input von da nach da, macht mehr Platz hier für die Finger der linken Hand, nachweisbar. Sie erkennen einen Profigeiger nicht an einem Knubbel hier, klar. Nee, die Nervenzellen, die da sind, da wird es nicht mal mehr, aber die da sind, die übernehmen immer mehr von denen, übernehmen halt die Funktion von hier, weil da so viele Verbindungen genau gut etabliert werden, weil die Synapsen stärker werden, wenn sie benutzt werden. Was Ihnen jetzt sofort im Kopf rumgeht, ist die Frage, ja und was kann der dann nicht? Ja?
Wenn mehr Platz für die Finger der linken Hand da ist und der Gesamtplatz gleich ist, muss irgendwas natürlich weniger Platz sein. Nur wenn Sie 4 Stunden am Tag Geige üben, machen Sie alles andere 4 Stunden lang nicht. Und was es dann weniger ist, kann man nicht messen. Man, die Gehirnrinde insgesamt ist 1/4 Quadratmeter groß. Das ist wenn man es platt macht und ausbreitet, 1/4 Quadratmeter. Und so ein Modul, das sind ein paar Quadratzentimeter. Und wenn das ein bisschen größer wird, dann können Sie nicht messen, wie der ganze Rest sozusagen zusammenrutscht und da ein bisschen kleiner wird. Das geht nicht, das zu messen. Es gibt ein paar Ausnahmen. Es gibt mittlerweile eine Ausnahme beim Menschen, wo man weiß, dass tatsächlich was schlechter wird, wenn was anderes besser wird. Wissen Sie, was das ist? Das ist eine ganz verrückte Ausnahme. Wir haben hier unten einen Bereich. Ich kann ja mal das, ja. Das ist das visuelle System, nicht die Kölner U-Bahn. Das ist auch eins der urältesten Bilder, die es in der Neurowissenschaft überhaupt gibt. Fellmann, Van Essen, 1991. In einem Paper publiziert, Cerebral Cortex Nummer 1 und dann auch ganz vorne von Seite 1 bis Seite 49. Und die Abbildung kommt also ganz hinten, ja, wenn man sie mal wirklich finden will. Aber das Verrückte ist, das Paper ist unlesbar. Das ist lauter Tabellen und Zeugs. Ja. Aber diese Abbildung, die hat es wirklich gebracht und deswegen zeigt die ja auch jeder. Warum? Weil man hier einfach mal einen Computer gebeten hat zu zeichnen, die Informationen, die man hatte, was gibt's, was kann es, wie funktioniert es und was hängt womit zusammen. Und dann hat man einfach mal einen Schaltplan gebaut. Also sitzen tut das Ganze hier hinten. Ja? Aber so wie der Schaltplan Ihres Radios nicht so aussieht wie Ihr Radio, sieht das eben auch anders aus. Nämlich das ist der Schaltplan. Hier ist die Retina, hier ist der Thalamus und hier geht es dann kortikal weiter. Und diese Module hier, also der hier macht meinetwegen Bewegungserkennen, der hier macht Farben erkennen, andere auch noch. Da oben gibt es einen für Gesichter und der sitzt hier unten. Und ich wollte Ihnen nur ganz kurz das einzige beim Menschen, mir und ich glaube auch insgesamt bekannte Beispiel für, wenn eins wird größer, da wird was kleiner. Genau das gleiche Modul, mit dem wir Menschen Gesichter erkennen. Ja, das ist ja, Sie wissen, wenn das Ding kaputt ist, dann können Sie sagen, du hast da einen Pickel auf der Nase, aber Sie sehen nicht, dass das Ihre Mutter ist. Das gibt's. Es gibt ja auch einen ganz bekannten Neurowissenschaftler, der hat aus solchen Fällen seine Karriere begründet. Ne? Oliver Sacks. Ja? Der Mann, der seine Frau mit Mut verwechselte und so weiter. Das sind solche Fälle, wo komischerweise mal genau das und sonst gar nichts kaputt ist. Und wenn der hier jetzt mal kaputt ist, sehen Sie die Welt, aber nur noch schwarz-weiß. Das kommt halt selten vor, weil es nicht die Gefäßversorgung oder ein Tumor, der da wächst oder ein Infarkt oder was auch immer. Das richtet sich natürlich gar nicht danach, was ist denn da in dem Hirn. Ja, deswegen, wenn da was kaputt geht, geht meistens das hier kaputt oder das hier oder irgend sowas. Und dann, wenn Sie gar nichts mehr sehen, merken Sie auch nicht, dass Sie nicht mehr bunt sehen. Ja. Aber wenn es halt mal kommt, der Zufall will es, dass mal nur einer von denen da oben kaputt ist, dann kann es wirklich sein, dass Sie alles noch sehen, aber keine Gesichter mehr erkennen können. Ja, das gibt's. So, dieses Gesichtererkennungsareal wird nun beim Menschen seit 5000 Jahren auch noch für was anderes benutzt. Zum Erkennen von Buchstaben. Also, das Hirn ist ja gar nicht zum Erkennen von Buchstaben entstanden. Ja? Aber das ist so ein sehr früher Feature-Detektor sozusagen, der ganz Dinge, die ganz oft kommen und dann auch noch unterschiedlich sozusagen bewerten soll. Und der soll das ja schnell machen und so weiter. Und unser Hirn löst das Problem des Lesens, also mit einem Ding, was es auch zum Gesichtererkennen verwendet. Was würden Sie also erwarten? Es ist 2010 in Science publiziert von denen, die das Stan Dehane und der Arbeitsgruppe. Analphabeten sind beim Gesichtererkennen besser als Sie und ich. Weil wenn Sie einen Teil Ihres Gesichtererkennungsareals fürs Buchstabenerkennen verwenden, sind Sie bei den Gesichtern einfach schlechter. Und wenn Sie halt nicht lesen und schreiben können, haben Sie Ihr gesamtes Gesichtereareal noch für die Gesichter. Und deswegen sind Sie besser. Nachgewiesen. Science Paper. Und das ist ganz nett, die liegen auch direkt nebeneinander, da kann man die Verdrängungseffekte, es gibt der einzige Fall, wo ich sowas kenne, dass man wirklich sowas mehr, es gibt noch den Fall mit Phantomen, Amputationen und so weiter, aber wo es sozusagen im Normalfall eingebettet ist, dass man was schlechter kann, weil man was anderes gelernt hat. Ja. Ich wollte Ihnen eigentlich mal kurz, wichtig, eine Sache ist mir noch wichtig. Sie sehen hier keine Pfeile.
Man lernt natürlich im Lehrbuch, die Information geht hier rein und dann hier werden Ecken und Kanten verrechnet und hier Bewegungen und Farben und dann irgendwann hier oben Objekte und alle Gesichter und was weiß ich noch alles. Und dann irgendwann wird was erkannt, meinetwegen ihr Gesichterareal sagt, ach Oma, und haben sie ihr Großmutterneuron an und schon ist, und jetzt ist fertig. Ja? Und die Information fließt natürlich so lang. Und das Interessante ist, das tut sie ja, aber sie fließt auch so lang. Ein Areal, das da meinetwegen, das von hier Informationen bekommt, das schickt auch Informationen zurück, weil kortikale Areale so miteinander verknüpft sind, dass sie sich dauernd miteinander unterhalten. Und der Witz ist, dass dadurch hier oben, ich meine, was machen die? Die speichern Wissen. Das sind ja Netzwerke, die sozusagen mit Erfahrung sich ändern und dadurch bilden sich Nervenzellen, die für irgendwas stehen. So, und dadurch, dass die für irgendwas stehen, auch die da oben, und dann wieder das, was sie wissen, runterschicken können, sind die hier oben sozusagen so eine Art adaptiver Filter, und ich will Ihnen mal eben in der Selbsterfahrung zeigen, was das heißt. Wenn man hier noch keine Kuh sieht, muss man nicht ärgerlich sein. Hier sieht man eine Kuh, und jetzt sehen Sie alle eine Kuh. Ja? Auch wenn Sie gerade eben noch keine gesehen haben. Ja? Jetzt sieht man eine. Warum sehen Sie eine Kuh? Weil jetzt Ihr Kuhneuron hier oben irgendwo aktiv ist. Ja? Und es sind wahrscheinlich ganz viele, aber egal. Und die funken denen hier runter, dass da eine Linie zu sein hat und da eigentlich auch eine ist und da sowieso und da hinten, das ist auch noch. Also sie sehen sich jetzt mit Hilfe ihres Wissens über Kühe aus diesen schrecklichen Sinnesdaten eine Kuh zurecht. Und es wurde mittlerweile gezeigt, dass sie in dem Areal hier unten, das ist für Ecken und Kanten zuständig, ja, tatsächlich zwischen hier und hier ein Unterschied in der Aktivierung kam, der von dem Bild gar nicht kommen kann, weil hier keiner ist. Der kommt von da oben, ja, also ups, von da. Und der sagt dem, da muss ein Unterschied sein und da ist dann auch hier nachweisbar einer. Ja. So, das ist alles natürlich gelernt. Wenn Sie noch nie eine Kuh gesehen hätten, hätten Sie jetzt auch keine gesehen. Und nur noch ein Beispiel zu diesem Lernen. Sie sehen hier, das kennen Sie alle, 110 Jahre alt, Müller-Lühr-Täuschung, die Amis sagen Titchener-Täuschung, jeder hat halt seinen. Und das hier sieht länger aus als der. Und die Standarderklärung ist, warum ist das so? Weil wir in solchen Räumen schon als Baby rumgekrabbelt sind. Ja, hier können Sie hinkrabbeln, hier muss man sich den Kopf an, hier ist nämlich vorne. Ja? Und weil wir solche Räume, also weil wir sowas räumlich sehen, ja, ist völlig klar, dass der hier vorne sein muss und der ist hinten. Deswegen muss der auch viel länger sein als der, ja, ist doch klar. Also wir sehen mit Hilfe dieser Winkel, sehen wir auch räumlich und deswegen kommt diese Täuschung zustande. Das ist nicht meine Erklärung, das ist die Erklärung, die man heute in den Psychologiebüchern nachlesen kann. Alle Menschen unterliegen dieser Täuschung, es sei denn, sie wohnen so. Das ist kein Witz, da sind die in den 60er Jahren schon hingegangen und haben dann diese beiden Pfeile gezeigt. Pass auf, wer ist denn hier länger? Und dann sagen die, wovon redest du? Die sind doch gleich lang. Ja? Wer eben sein visuelles System nicht mit Ecken und Kanten trainiert hat, der unterliegt dann der Täuschung entsprechend nicht. Das ist ganz nett, weil das geht sogar kreuzmodal. Und das ist ein sehr schönes Beispiel, etwa 10 Jahre alt, dafür, dass das kreuzmodal geht. Jetzt brauche ich mal ein Wasserglas. Ich habe Gott sei Dank auch ein Glas noch bekommen. Vielen Dank. Schauen Sie mal, ich brauche das nämlich für eine Demonstration. Schauen Sie, auch wenn Sie hinten sitzen und auf Ihrer Netzhaut nur ein paar verschwommene Pixel sind, ja, wissen Sie, was das hier ist. Ja, ein Glas mit Wasser und Sie wissen, wie es sich anfühlt und so weiter. Und wenn ich jetzt hier mit meinem Laserpointer da dran haue und es würde so klingen, dann würden Sie sich doch wundern, oder? Ich schätze mal, ja, denn das klingt halt so. Die beiden Dinger hier haben Namen. Der eine heißt Bubu und der andere Kiki. Wer glaubt, dass der Kiki und der Bubu heißt? Hand hoch. Das ist interessant, oder? Was ich Ihnen jetzt noch sagen muss, ist, das geht auf der ganzen Welt. Das geht auch... Also in Afrika und das geht, überall geht's. Deswegen, wenn Sie diese Information haben, dann verstehen Sie auch, weil ich könnte Sie jetzt fragen, warum ist denn das so? Und das, was Sie mir dann sagen würden, wäre falsch. Denn Sie würden dann sagen, naja, ist klar, den nenne ich hier rund und den spitz und deswegen heißt der Bubu und der Kiki. Falsch. Warum ist das falsch? Weil ich habe gesagt, es gilt auf der ganzen Welt und auf der ganzen Welt gibt es 6.500 Sprachen. Und rund heißt nicht überall rund und spitz heißt nicht überall spitz. Es geht aber trotzdem. Es liegt nämlich nicht an der Sprache. Die Begründung ist eine andere und die geht so. Stellen Sie sich mal das Ding hier vor. Ich weiß ja auch nicht, wie die heißen. Ja? Aber wenn ich eine Intuition haben soll, ja, wo nehme ich mir die her? Naja,
Ich stelle mir den zum Beispiel, aber das mache ich nicht, das mache ich nicht bewusst, das mache ich unbewusst. Ich stelle mir den aus Sperrholz ausgesägt vor und dann haue ich drauf. Ja, dann macht der Bumm. Und der hier ausgesägt und irgendwie bewegt, macht der Bip. Und deswegen heißt der Kiki und der heißt Bubu. Ja. Die, also was sie sozusagen, die Physik der Objekte suggeriert die Namen. Sie haben ja sonst nichts. Ja. Und die Physik der Objekte ist auf der ganzen Welt gleich. Und deswegen klappt es auch auf der ganzen Welt. Ja. Liegt also nicht an der Sprache, der, wie wir das Ding beschreiben. Nein, es liegt an der Physik. Und die Physik ist überall dieselbe. Ja. Nun, eins vielleicht noch, nur Philosophen glauben, dass das Endprodukt einer Wahrnehmung Erkenntnis sei. Ich kann hier trinken. Das heißt, dass das nicht hier nur so, ich habe das mal nachschematisiert, nachgezeichnet, mit ganz vielen Verbindungen, die hier auch, die muss man sich dazu denken, haben wir zu viel Malerei. Das Ganze hört hier nicht auf, ja, bei der, ach, hallo Oma oder so, ja, sondern, oder ein Glas ist da vorne, sondern das geht hier weiter. Und so wie wir hier Pixel haben, also ganz einfache, dunkel oder hell, haben wir hier oben was? Ein Muskel ist an oder aus. Und dann haben wir hier eine bestimmte Muskelgruppe, also wird sozusagen aktiviert. Und hier ist es ein Handlungsprogramm und hier ist eine komplexe Handlung und hier ist es ein Plan und ein Ziel und so weiter. So haben wir hier komplizierte Sachen, meinetwegen Zahlen, Wünsche, Werte, Begriffe und so weiter. Hier haben wir, naja, Ecken und Kanten und dann noch ein bisschen mehr. Und die Information, die rauscht, ich sehe hier meinetwegen das Glas, also ich habe die Pixel auf meiner Netzhaut und dann auch eine entsprechende Aktivität, Retinotop in V1, die wird dann, die rauscht dann hier durch und wenn hier die richtigen Spuren liegen, dann brauche ich dann nur hinlangen und kann das Glas nehmen und trinken und muss gar nicht mehr groß überlegen, weil es geht fast automatisch. Es geht eigentlich automatisch. Es muss Ihnen klar sein, der weltschnellste Rechner kann zwar im Schach gewinnen gegen den Schachweltmeister, aber sowas wie, stell mal das Glas von dem Pult auf den Tisch. Wenn Sie dem Rechner einen Greifarm anschrauben und eine Videokamera, kann der es trotzdem nicht. Und einen Rechner zu programmieren, der das kann, dem einfach sagen kann, mach mal das und das. Also der was kann, was jeder Dreijährige kann, geht bis heute nicht. Ich weiß, da ist man dran und es wird vielleicht auch irgendwann auch gehen, aber bis heute geht es nicht. Ja? Sowas Simples wie, mach mal das. Weil das alles fehlt. Und was ist da drin? Da ist in sozusagen in spezialisierten Modulen Weltwissen gespeichert, dass wir dadurch, dass wir mit der Welt interagieren, da, so ist es da reingekommen. Ja? Und ganz viel Wissen ist da reingekommen, auch höherstufiges Wissen, was eben dann vorverarbeitet wurde und dann geht es weiter, sodass wir eben ganz schnell und ganz einfach und völlig problemlos uns in der Welt zurechtfinden. Dadurch, dass dieses System aber so mit Modulen funktioniert, die heftig miteinander verbunden sind, ja, macht das System auch ganz witzige Sachen und hat sozusagen bestimmte Systemeigenschaften, die man heute auch ganz schön untersuchen kann. Ich sage mal, mein nettestes Beispiel, weil es eben auch wieder so ganz durchgeht. Die einfachsten Experimente sind die schönsten. Ja. Schnappt ihr einen Klotz und legen da oben hin. Das war's. Und Sie filmen die Hand mit einer Highspeed-Videokamera. Die Klötze sind gleich groß. Sie sind nicht mal rot und blau, das habe ich nur so hingemalt, damit man es schön sieht. Und auf den Klötzen sind Zahlen. Was Sie nicht können, ist wie mit der Kuh, Zahlen angucken, ist überlernt. Das heißt, Sie können ja nicht hingucken und sagen, oh, das ist irgendwie, sind zwei Ringe oder zwei Fünftel olympisches Symbol oder was. Nee, Sie sehen eine 8, zack. Ja? Und hier sehen Sie eine 2 und keinen komischen Haken oder so irgendwas. Und dann ist diese Zahl in Ihrem System und wabert durch die Module durch innerhalb von Millisekunden und beeinflusst deswegen auch Ihre Motorik. Es zeigt sich nämlich das, wenn Sie den Glotz greifen und Sie greifen den Glotz, auf dem die 2 steht, dann sagt sich Ihre Motorik, die kleine 2, ja, da muss man die ersten 70% der Bewegung sind die Finger nicht so weit auseinander. Das ist der Abstand, den man eben mit Highspeed-Videokamera filmt und dann ausmisst. Und wenn Sie die große 8 müssen Sie greifen. Deswegen mal richtig, machen Sie die Hand richtig auf. Ja? Natürlich, am Ende müssen Sie an die Kanten ranzoomen. Deswegen am Ende sind die Finger in beiden Fällen gleich weit weg. Das ist ja klar. Ja? Aber Sie sehen einen deutlichen Einfluss der 2 und der 8 auf, was die Finger machen. Ja? Und solche Sachen gibt es wie Sand am Meer. Ja, wirklich, ich kann Leuten bestimmte Gedanken voraktivieren. Das ist gar kein Hokuspokus. Es geht mit Hypnose, aber es geht noch viel einfacher. Standardparadigma ist der Sentence Descrambling Task. Da geht so, Sie kriegen Wörter und sollen einen Satz draus machen. Da es heute Wetter schön ist, muss ein bisschen nachdenken, was könnten das heißen? Ah, das heißt, heute ist das Wetter schön. Ja. Und das machen Sie mit 30 Sätzen. Einfach die Worte richtig stellen. Und wenn Sie dann was untersuchen wollen, dann
hat die eine Gruppe hat 30 irgendwelche Sätze und die andere Gruppe hat auch 30 Sätze. Aber in jedem zweiten Satz kommt ein Wort vor, das mit dem, was sie aktivieren wollen in diesem Gehirn dieses Menschen, verwandt ist, semantisch verwandt. Also sowas wie, die Blätter haben Falten, die Wand ist grau, Luise geht am Stock, Maria hat eine neue Brille. Was kann man noch sagen? Herbert bekommt Rente. Jetzt haben wir Falten, Grau, Rente, Stock, Brille. Worum geht's hier? Alter, genau. Nochmal, Sie haben 30 Sätze. In jedem zweiten Satz ist ein solches Wort. Und die Leute müssen das auch richtig drehen. In der Experimentalgruppe, Kontrollgruppe macht irgendwelche Sätze. So, dann sagt man denen, also pass auf, wenn ihr fertig seid, hinten am Gang ist ein Schuhkarton, werft eure Zettel rein, morgen werten wir das dann aus. Was werten sie aus? Sie stoppen die Zeit, die Leute brauchen, um einen Gang lang zu laufen. Und diejenigen, die gerade altersverwandte Wörter im Kopf hin und her gewandt, laufen 17% langsamer. Jetzt nehmen Sie plötzlich dieses Schema Ihres Gehirns hoffentlich ernst. Ja? Sie haben Module, auf denen sind Sachen gespeichert, die reden miteinander und dann hat es entsprechende Effekte. Das Interessante ist, die weltbesten Journals sind seit etwa 10 Jahren voll solcher Experimente. Nature und Science können Sie dauernd so einen Kram nachlesen. Ja? Halt mal die Kaffeetasse. Sagt man dem Psychologiestudenten, wenn er ins Labor kommt, denn eigentlich sollte ein Experiment vonstatten gehen. Und dann hält er die Kaffeetasse und dann sagt, pass auf, wir wollen hier mal diese Personen einschätzen, auch verschiedenen Persönlichkeitsskalen. Also hier hast du mal einen, wie findest du den? Ist der neugierig oder eher nett? Und dann muss der sagen, eher neugierig, eher nett. Für dieses Bild. Ja? Und dann eine Frage ist der eher kalt oder eher warmherzig? Das hängt davon ab, ob sie einen kalten oder einen warmen Kaffee in der Hand haben. Science 2008. Also nicht im baden-württembergischen Blatt für Obskurantismus, sondern in einem der besten Wissenschaftsblätter publiziert, die es überhaupt gibt. Ja. Und da gibt es unglaublich viel mittlerweile, was sehr spannend ist. Will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, lassen wir weg. Aber vielleicht eine Sache, historische Anmerkung. Kennt denn jemand? Leibniz. Wofür ist Leibniz bekannt? Nein, nicht die Kekse. Leibniz ist dafür bekannt, dass er die Infinitesimalrechnung sich ausgedacht hat. Newton hat das auch gemacht, die haben sich lang gestritten, wer es wirklich war, aber die waren es wahrscheinlich beide unabhängig voneinander. Was machen Sie, wenn Sie integrieren? Sie addieren immer mehr und was Sie da addieren, wird immer kleiner, bis Sie am Ende unendlich viel, unendlich Kleines addieren. Und was ist das Verrückte am Integrieren? Weil wir das so in der Schule irgendwie gelernt haben, ist uns das gar nicht mehr klar, wie verrückt das eigentlich ist, dass da was rauskommt. Ja? Ich meine, bei einer integrierbaren Funktion haben Sie dann eine Lösung, zum Beispiel 17,3 oder 29,8. Also es kommt was raus, was ganz klar ist, obwohl Sie unendlich viel, unendlich Kleines addieren. Und der Leibniz war ja ein richtig cleverer Kerl, mit 17.000 Leuten in Europa korrespondiert, ohne E-Mail, ja, einfach so. Und hat sich über alles mögliche Gedanken gemacht. Ja, und natürlich auch, wie das Gehirn funktioniert. Und der wusste nichts, der wusste gerade mal, es gibt ein Hirn. Das war es etwa. Der wusste natürlich Neuronen noch 200 Jahre her, bis die entdeckt wurden, ja, und Synapsen noch länger. Der wusste wirklich nichts. Aber er schreibt, und zwar hier, ein monatlicher Auszug aus aller neu herausgegebenen nützlichen und artigen Büchern, im Januar 1700, in einem Kommentar zu John Locke, der hatte auch gerade was Wichtiges für den Verstand geschrieben, und da schreibt er Leibniz so ganz locker, in unserem Gehirn passiert unglaublich viel, von dem kriegen wir nichts mit. Aber in der Summe hat es einen Effekt. Darüber habe ich die ganze Zeit geredet. Ja? 1 Million Milliarden Synapsen, ist nicht unendlich, aber fast. Ja? Und das ändert sich und in der Summe hat es einen Effekt. Und kurze Zeit später schreibt er dann noch, und die Summe dieser Effekte, die nenne ich Person. Besser geht's nicht. Das ist genau das, was wir heute auch denken. 200 Jahre nach ihm kam Sigmund Freud und hat die Idee, dass es hier oben dass es unbewusste Prozesse gibt, sozusagen weltweit popularisiert. Er hat dummerweise auch noch viel hineingeheimst. Das müssen wir heute alles wieder wegräumen, weil es nicht stimmt. Weil es auf einem falschen Bild von Nervenfunktionen letztlich basierte. Und Freud hatte noch nicht den Begriff der Information und deswegen war das alles nur Energiegeschiebe und Gespeichere. Und da konnte er nur sowas wie Psychodynamik erfinden, was Nonsens ist. Weil da oben keine Energie gespeichert und herumgeschoben wird, sondern Informationen verarbeitet werden.
egal, heute räumen wir den Freud wieder weg und haben den Leibniz wieder und das stimmt alles. Ja, wenn Sie wollen, das war der erste Neuroinformatiker, der wirklich, ohne was zu wissen, einfach nur, weil er die Prinzipien der dahinterstehenden Mathematik drauf hatte, richtige Sachen über das Hirn gesagt hat. Das ist ziemlich unglaublich. Und es weiß kaum einer, deswegen sage ich es Ihnen. Ja, ich möchte gar nicht weiter reden, also das können Science, was für unbewusste Konsequenzen hat Geld? Nebenbei, es macht einsam und es ist nicht so gut. Oder hier, auch Science publiziert. Das ist so ein nettes Zeichen, ganz kurz. Stellen Sie sich vor, Sie laufen hier vorbei und es guckt gerade niemand. Das war der Witz des Experiments. Es waren insgesamt 6 und das ist nur 1 davon. Sie könnten den ja mitnehmen, den 5-Euro-Schein. Ja. Wie viel Prozent? Jetzt, und Sie kommen in Science Magazine, wenn Sie sich in den Hauseingang stellen und dann immer so vorlunzen, Strichliste führen, wer geht vorbei und guckt und wer nimmt den mit? Und dann berechnen Sie den Prozentsatz und kommen in Science raus. Das ist doch was. Ohne Scanner, ohne irgendwas. Ja? Nur so. Aber man muss erst mal auf sowas kommen. Ja? Und ja, was kommt denn raus? Das war nebenbei nicht Deutschland. Das Bild habe ich fotografiert, um es zeigen zu können, ohne irgendwem Geld zu bezahlen. Das war in irgendeinem netten skandinavischen Land. Also auch nicht die Bronx oder so, sondern nette Leute und so. Und wie viele Leute klauen? Etwa jeder 8. Jetzt geht's experimentlos. Sie drapieren entweder Hausmüll um den Briefkasten rum oder nehmen ein paar Sprühkannen und machen den verschönert mit Graffiti. Und dann gucken sie wieder, wie viele klauen. Und es zeigt sich, die Diebstähle verdoppeln sich. Es ist nicht so, wie man schon seit 30 Jahren weiß, Stichwort Broken Window Theory, wenn irgendwo ein Fenster eingeschmissen ist, schnell reparieren, sonst wird noch eins eingeschmissen. Es ist schlimmer. Wenn, und das ist das Ergebnis aller 6 Experimente, wenn irgendwo der Kontext klar macht, hier ist es okay, dass soziale Normen verletzt werden, dann werden soziale Normen verletzt, egal welche. Und das ist das Neue hier. Aus, du sollst dein Tempotaschentuch nicht wegwerfen. Wenn das offenbar hier nicht gilt, schließe ich, hier kann man auch klauen. Und das ein sehr allgemeiner Befund, wie gesagt, in verschiedensten Kontexten immer wieder nachgewiesen. Weil unser Hirn so funktioniert, wie es funktioniert. Module, die sich schnell miteinander informieren und dann Verhaltenseffekte bahnen. Auswirkungen für Lernprozesse. Dessen, was ich Ihnen bislang, ich habe Ihnen ja gar nicht viel erklärt, gar nicht viel erzählt, wie das Hirn tut. Nur ein paar Prinzipien. Plastizität und Modularität. Mehr war es nicht. Ja? So, seit 40 Jahren etwa wissen wir Folgendes. Stellen Sie sich vor, Sie sehen diese Wörter hier nacheinander auf einem Computerbildschirm oder früher war es ein Tachistoskop, immer für 2 Sekunden. Das ist ganz lang. 2 Sekunden ist wirklich lang. Und dann sollen Sie 1 von 2 Knöpfen drücken. Der eine. In einem Fall fragt man die ganze Gruppe, pass mal auf, ihr drückt den einen Knopf, wenn das ein Verb ist, und den anderen Knopf, wenn es ein Hauptwort ist. Oder man kann eine andere Gruppe fragen, ihr drückt den einen Knopf, wenn das mit kleinen Buchstaben geschrieben ist, das Wort. Oder wenn es mit großen Buchstaben geschrieben ist, das Wort. Und wieder eine andere Gruppe, die muss die Frage beantworten, bezeichnet das Wort was Belebtes oder was Unbelebtes? Und nochmal, das dauert genau gleich lang. Die sehen dasselbe, die machen dasselbe, Knöpfe drücken. Und dann sind sie erstmal fertig und dann gehen sie heim und dann kommen sie zwar irgendwann später nochmal ins Labor und dann heißt es, ihr habt ja einen Zettel, schreibt doch mal die Wörter auf, die ihr da letzte Woche gesehen habt. Und jetzt guckt mal einfach, wie viel ist hängen geblieben. Und wie viel ist hängen geblieben? Das hängt davon ab, wenn Sie Groß- versus Kleinbuchstaben beurteilt haben, dann ist am wenigsten hängen geblieben. Verb versus Substantiv schon mehr, belebt versus unbelebt noch mehr. Wenn Sie wissen, wie es Hirn tut und nur das wissen, was ich Ihnen bislang gesagt habe, na komm schon, dann ist es völlig klar. Hier irgendwo ist das Areal für Buchstaben. Und es gibt nebenbei nicht nur die Verbindungen, die immer von da nach da gehen, es gibt auch welche, die gehen ein bisschen weiter, zum Beispiel von da direkt nach da. Ja? Und wenn Sie hier die Frage beantworten sollen, Groß-Klein-Buchstaben, da geht die Information hier rein, wird bis dahin verarbeitet meinetwegen, bis Buchstabe, Groß-Klein, wupp, haben Sie den Knopf gedrückt und fertig sind Sie. Wenn Sie sagen sollen, Hauptwort, Verb, Grammatik ist schon ein bisschen weiter oben, also das ist eine komplexere Sache, deswegen muss es weitergehen. Es rauschen mehr Impulse über mehr Synapsen, es ändert sich also mehr. Ja? Und wenn Sie gefragt werden, und was ist dann, also dann haben Sie die Antwort, und wenn Sie aber dann hinterher gefragt werden, haben Sie ja hier mehr Synapsen geändert, also deswegen ist die Gedächtnisleistung auch besser. Ja, wenn ich Sie frage, belebt, unbelebt,
ihr ganzes Weltwissen brauchen, um die Frage zu beantworten. Deswegen ist das hier überall durchgerauscht und deswegen haben sie sich am Ende am meisten gemerkt. Das Konzept ist wirklich uralt. Es geht hier um das, was man Verarbeitungstiefe nennt. Und diese Verarbeitungstiefe, die ist wirklich was ganz Wichtiges. Je tiefer Sie einen Sachverhalt verarbeiten, das pfeifen die Spatzen von den Dächern in der psychologischen Vorlesung, erstes Semester, desto mehr bleibt hängen. Die Neurobiologie ist abgehakt. Ja? Da wird mehr Struktur benutzt und deswegen ändert sich mehr Struktur, weil das Hirn eins nicht kann und das ist nicht lernen. Ihr sind sicher ein paar Lehrer. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Hey, der kommt von der Uni, der hat ja keine Ahnung von der Realität, von wegen das Gehirn lernt immer. Jeden Morgen sitzen 20 Gegenbeispiele vor mir. Ich kenne den Einwand. Was ist von dem Einwand zu halten? Der ist trotzdem falsch. Das Gehirn lernt immer und kann wirklich nicht anders. Es lernt dummerweise nicht immer das, was Sie wollen, dass es lernt. Ja, Sie machen Goethes Faust über dem Tisch, die SMS unter dem Tisch. Und wenn Sie mal einen 10-Jährigen zugucken, wie schnell der mit dem linken Daumen tippt, wissen Sie, was der gelernt hat. Ja? Also, Sie können nicht verhindern, dass ein Gehirn immer lernt. Ja? Das geht gar nicht anders. Das ist der Job der 1 Million Milliarden Synapsen. Sie können es wirklich nicht verhindern. Ja? Das ist das, was einem heute auch Gedanken macht. Also richtig zu denken, gibt denkbar, warum gibt einem das Ding? Ganz einfach. Wenn Sie 35 Wochenstunden Schule haben, 35 mal 3 Viertel, das ist bloß eine Dreiviertelstunde, ne? Und mal 5 Siebtel, also nur 5 Tage der Woche, gibt 3,75. Das heißt, für den Schulstoff haben wir im Durchschnitt 3,7, also 3 Dreiviertelstunden täglich. Der Umgang mit Medien im Durchschnitt liegt in Deutschland bei jungen Menschen bei 7,5 Stunden täglich. Wir verwenden also schon doppelt so viel Zeit, im Durchschnitt, doppelt so viel Zeit für den Umgang mit Medien, als für den gesamten Schulstoff zusammengenommen. Ja. Das muss einen zu denken geben. Die Amis sind bei 10 Stunden 45 täglich. Medienkonsum der 8- bis 18-Jährigen im Durchschnitt. Kaiser Family Foundation, können Sie googeln, die Daten sind alle publiziert. 10 Stunden 45, habe ich gehört. Ja. Das gibt einen zu denken. Ja, denn das Hirn schaltet in der Zeit ja nicht ab, wenn es da irgendwas mit den Medien macht. Und sie muss ihnen nicht sagen, was da gemacht wird. Ja. Noch was ist ganz wichtig. Was machen wir heute? Weil wir finden, 7,5 Stunden reicht nicht, starten wir die Schulen flächendeckend auch noch mit Medien aus, damit ein Teil der 3,75 Stunden täglich auch noch mit Medien verbracht wird. Was ist daran das Problem? Wer von Ihnen hat ein Navi zu Hause? Nee, nicht zu Hause, sondern im Auto. Wir hatten Navi im Auto. Okay. Navi haben wir auch im Kopf. Und zwar ist das ein Modul, mit dem weiß man, das ist der Hippocampus, und wir weiß, mit den brauchen wir, um uns zurechtzufinden. Wir haben auch vor 10 Jahren mal Leute in den Scanner gelegt, die mussten sich aus dem Labyrinth rausfinden. Was haben wir gesehen? Der Hippocampus leuchtet. Und also da kann man, das ist ganz gut belegt. Seit mehr als 10 Jahren wissen wir, dass Londoner Taxifahrer einen größeren Hippocampus haben. Kunststück, London ist kompliziert, die Innenstadt, ja. Und Londoner Taxifahrer, wenn sie da eine Lizenz haben wollen, müssen sie 25.000 Straßen und noch ein paar tausend Plätze und Hotels auswendig können. Dafür brauchen sie 4 Jahre. Und wenn sie dann eine Prüfung nicht bestehen oder mehrere Prüfungen, wo das alles abgefragt wird, dann werden sie kein Taxifahrer. Was sehr praktisch ist, in London der Taxifahrer weiß, wo es lang geht. Ja. Nun kann man sagen, na, der Londoner Taxifahrer, also die mit dem großen Navi werden halt Taxifahrer. Das könnte ja sein. Es könnte aber auch sein, wenn Sie Taxifahren lernen und lernen da, dann wächst Ihr Navi. Denn wir wissen, im Hippocampus wachsen tatsächlich neue Nervenzellen auch sogar nach. Im Cortex nicht, aber im Hippocampus schon. Und wir wissen, wenn sich da mehr Verbindungen bilden, dann wächst die Dichte der grauen Substanz. Also dann, da wächst tatsächlich was. Ja? Und jetzt weiß man halt noch nicht, bis vor kurzem war das zumindest so, ja, was ist jetzt? Also werden die mit großem Navi, werden Taxifahrer? Oder wird das Navi groß, wenn man Taxifahren lernt in London? Ja. Das ist mittlerweile abgehakt. Es könnte wirklich beides sein. Also ich meine, Basketballer sind groß, aber niemand wächst, weil er Basketball spielt. Ja. Sondern irgendwann sind nur noch die Großen übrig, weil die anderen können es nicht so gut. Ja. Also wie ist es nun bei den Taxifahrern? Nun, was machen sie? Das hat man gemacht, 2011 publiziert. Sie nehmen einfach 70 Taxifahrer, wenn sie anfangen zu lernen, scannen das Hirn und vermessen unter anderem das Navi. Ja? Dann nehmen sie noch 30 Kontrollen, die kleinen Taxifahren lernen, vermessen es auch. Warten 4 Jahre ab und messen nochmal nach und dann gucken sie sich an. Bei den Kontrollen wächst nichts.
bei der Hälfte der Taxifahrlerner, die durch die Prüfung gefallen sind, denn etwa die Hälfte fällt da durch, wächst auch nichts. Und bei denen, die durch die Prüfung durchgekommen sind, ist das Navi größer. Mit anderen Worten, ja, das Ding wächst, wenn es was tut. Und immer dann, wenn Sie jetzt Ihr Navi anmachen, denken Sie mal nach, was Sie mit Ihrem Hirn machen. Denn Sie lagern das Navigieren von da in die Kiste aus. Und wenn Sie auslagern, machen Sie natürlich das nicht. Ja? Und dann, also wenn Ihnen schon mal Ihr Navi kaputt gegangen ist, wissen Sie, was das heißt. Ja? Sie können nicht mehr so gut navigieren. Das ist einfach so. Ja? Jetzt ist es aber nicht nur beim Navi so, das ist eigentlich bei jeder Hirntätigkeit so. Warum sitzen wir fast alle am Computer? Also ich jeden Tag und Sie wahrscheinlich auch. Weil der uns geistige Arbeit abnimmt. Wenn der uns geistige Arbeit abnimmt, was heißt denn das, dass sie nicht mehr hier stattfindet? Und was heißt das? Dass ein Computer Lernprozesse kaputt macht. Ja? Also nicht nur, dass sie an dem nichts besonders lernen können, nein, der ist fürs Lernen richtig kontraindiziert. Ja? Und Sie wissen ja, und deswegen sage ich das auch so dezidiert, weil das ganz praktische Konsequenzen hat, denn diese Teile hier, die werden mittlerweile flächendeckend abgeschraubt und durch Smartboards ersetzt. Ja. Und es gibt keine Studie, die zeigt, dass das irgendetwas dem Lernfortschritt zugute gereicht. Im Gegenteil. Es gibt Studien, die das Gegenteil zeigen. Nicht nur, weil wir den Wirkungsmechanismus kennen, Hirnbenutzung macht Lernen und das Ding nimmt Ihnen Arbeit ab, ja. Sondern weil wir mittlerweile auch für Tafeln, ich meine eben auch Laptops. Also ich meine, es gibt ja schon Laptop-Kindergärten. Ja. Es ist furchtbar. Ich zeige Ihnen gleich noch ein schönes Beispiel, wie man das auch schön zeigen kann. Und wir wissen nicht nur den Wirkungsmechanismus, wir wissen auch den Effekt. Große Studie zum Beispiel in den USA, in Texas. Sie nehmen 20 Millionen Dollar in die Hand und geben an 21 Schulen kostenlos jedem Schüler einen Laptop. Und die Lehrer kriegen sogar Fortbildungen, wie man das macht, und also wie man unterrichtet. Die Software wird gekauft, alles. Und dann gibt es noch 21 Kontrollschulen. Denen sagt man, ihr kriegt später eure Laptops, aber erstmal müssen wir bei euch genauso gucken, wie der Lernfortschritt ist. Das Ganze wird randomisiert und das ist alles. Super Studie. Nach 5 Jahren sind die Ergebnisse draußen. Es ging von 2005 bis 2010. Ergebnis, kein Unterschied in der Lernleistung in den 21 Schulen mit Notebook und in den anderen 21 Schulen ohne. Kein Unterschied. Eine andere Studie, im März diesen Jahres publiziert, also 2012, Birmingham, Alabama, der Bürgermeister ist richtiger Computerfan, der hat gesagt, 15.000 Computer schaffen wir an auf Stadtkosten und verteilen die in die Brennpunktschulen. Diese Studie wurde abgebrochen nach 3 Jahren, weil die Schüler, die einen Computer hatten, wurden immer schlechter. Im Gegensatz zu denen, die keinen hatten. Ja, also man hat auch das kontrolliert, untersucht. Deutliche negative Effekte der Computer in der Schule. Ja. Mittlerweile weiß man auch, wenn Sie einem Oberschichtkind einen Computer kaufen, und zwar nicht so früh, vielleicht so mit 15, dann macht er schlaue Sachen damit. Ja. Wenn ein Unterschichtkind einen Computer kriegt, macht's Blödsinn. Ja. Das heißt, wenn Sie in Brennpunktschulen Computer aus dem Hubschrauber abwerfen, so Sachen haben MIT-Professoren postuliert, soll man machen. Ja? Das muss schief gehen. Ja? Das kann gar nicht gut gehen. Und das wissen wir heute aufgrund der Studien. Also noch einmal, wir haben die Daten, wir haben den Wirkungsmechanismus, denken Sie an Verarbeitungstiefe. Ich zeige Ihnen gleich noch ein schönes Science-Paper dazu, was vor kurzem rausgekommen ist, was in die gleiche Richtung hindeutet. Und das sind ja signifikant. Das hier, das ist was Tolles. Ja. Es hält 100 Jahre, hat ein intuitives, haptisches User-Interface, einen Zero-Carbon-Footprint und ist endlos aufwärts- und abwärtskompatibel und geht nie kaputt. Ja. Also bitte nicht abschrauben. Ja. Und nebenbei, da wo wirklich gedacht wird an mathematischen Instituten, ist es unvorstellbar, dass die in ein Formelwerkzeug anklicken und dann irgendwie da rummachen, sondern die nehmen die Kreide und denken an der Tafel. Haben die schon immer so gemacht, werden die sicher auch weitermachen. Ich kenne wirklich nirgendwo, machen Mathematiker mit Smartboards rum. Ja. Und das habe ich Ihnen schon gesagt, das kann man überspringen, das auch schon. So, jetzt die Studie, die ich versprochen habe, die das auch nochmal wiederum im Hinblick auf den Wirkungsmechanismus so schön zeigt. Fingerspiele, was ist die Meinung, Entschuldigung, dass das ein Beispiel aus dem Kindergarten ist, aber das ist so schlagend, dass ich es mir nicht verkneifen kann, Ihnen das zu zeigen. Was ist die landläufige Meinung heutzutage über Fingerspiele? Naja, uralter Zopf. Soll noch mal was Gescheites machen im Kindergarten.
weil Fingerspiele, das ist der Daumen und so. Ich meine, da sagen die Leute, naja, die Finger haben sie halt immer dabei. Ja? Und sie kosten auch nichts. Ja? Schwaben, wichtiges Argument. Und wenn es dann draußen regnet, dann machen wir halt Fingerspiele. Ja? Aber dann sagen viele, die fortschrittlich denken, hört doch auf mit dem Quatsch, macht was Gescheites. Und das zeige ich Ihnen jetzt, ist völlig falsch. Die Finger, ja, ich muss vielleicht nochmal zu dem Bildchen hier zurück. Die Finger, die haben Sie einerseits sensorisch hier, ja, und dann haben, also das könnte ja auch der Tastsinn sein, die anderen Sinne, die werden ja so mit eingeschleift. Ja, und Sie haben Motorik, die Fingermotorik haben Sie irgendwo hier. Ja, und dazwischen haben Sie komplexe Sachen, aber die hier haben ja keinen Kontakt mit der Außenwelt. Wer bringt denn zum Beispiel dem Zahlenmodul, nehmen wir an, das wäre es hier, wer bringt dem die Zahlen bei? Naja, nicht die Außenwelt, sondern die Fingermotorik, die gehen ja auch hin und her, die Impulse, und die Fingersensorik. Denn wir lernen ja alle zählen so. Fast alle. Es gibt Leute, die lernen zählen ein bisschen anders. In China zählt man mit den Fingern so. Man kommt also bis 10 mit einer Hand. Nun braucht es von da nach da einfach ein paar Millisekunden und zurück auch. Und wenn die sich einigen sollen, dass ich 6 entweder so mache oder so, dann müssen sie sich ein bisschen absprechen. Und das dauert halt ein bisschen. Ja? Jetzt hat man erwachsene junge Männer genommen, die üblichen College-Studenten, es war in Deutschland, in Aachen ist der Versuch gemacht worden, eine Arbeitsgruppe da, und die haben ganz einfache Mathematikaufgaben machen müssen. Nämlich, welche Zahl, also nicht addieren, nicht multiplizieren, noch einfacher, nämlich Größenvergleich. Hier sind 2 Knöpfe, drück den Knopf unter der größeren Zahl. Das war die Aufgabe immer. Und dann sehen Sie die beiden Zahlen und dann sollen Sie die Knöpfe drücken. Also 5, Sie hätten hier drücken müssen. Ne? 18, 20 müssen Sie hier drücken. Also so, ganz simpel. Was weiß man schon? Man weiß Folgendes. Erstens, und das hat man jetzt mit Chinesen und mit Deutschen gemacht. Und wir wissen, erstens, je größer die Zahlen werden, desto langsamer werden wir. Weil je kleinere Zahlen sind einfach einfacher als größere Zahlen. Zweitens, die Chinesen sind schneller als die Deutschen. Kunststück. Die machen in den ersten 9 Schuljahren nichts anderes als Zeichenerkennung. Denn die haben ein paar 1000 Schriftzeichen und wenn man die alle können will, muss man seinen Schriftzeichen-Dekodierer maximal auftrainieren. Ja, wir sind nach einem Jahr mit ein paar Dutzend Zeichen fertig und machen was anderes. Ja, deswegen sind wir nicht so schnell im Zeichen-Dekodieren wie die Chinesen. Das ist überhaupt nichts Besonderes. Und dann ist noch was Interessantes. Gilt auch überall auf der Welt, weiß man auch schon lang, wenn Sie die Zahl haben, 8, 10 oder 9, 11, sind Sie vergleichsweise deutlich schneller. Woran liegt das? Sie müssen dann überlegen, was ist das für eine Zahl? Sie sehen einfach eine einstellige und eine zweistellige und schon wissen Sie, die zweistellige muss größer sein. Deswegen sind Sie schnell. Und jetzt verstehen Sie, was da rauskam, nämlich das da. Das sind die Deutschen langsamen hier und das sind die schnellen Chinesen. Das ist immer 1-3 oder 3-1. Also das waren immer jeweils die Aufgaben und jeweils war die Zahl links oder rechts. Ja, und Sie sehen, je größer die Zahl, desto langsamer, das sind die Reaktionszeiten, desto langsamer werden wir. Da hat man ein paar Dutzend Leute in jeder Gruppe genommen und jeder musste 400 von diesen Aufgaben machen. Und dann wurde die Reaktionszeit gemittelt. Das geht ziemlich schnell. Ja. So, dann sehen Sie noch was. 8, 10, 9, 11. Wuff, die Chinesen sind schneller, die Deutschen auch. Und jetzt sehen Sie, und darauf kommt es mir an, noch was. Das hier weicht signifikant von der Erwartung, vom Erwartungswert, den man ausrechnen kann, ab. Ja? Und das sind die Deutschen. Und die werden langsamer ab der 6. Und die Chinesen werden langsamer, na, bei der 11 sind sie noch schnell, aber bei der 12. Keiner von den jungen Leuten hat diese Aufgabe über die Finger gelöst, um Gottes Willen. Ja? Aber die ihre sozusagen Entwicklungsbiografie, ihre Lernbiografie der Zahlen, die im Kindergarten begonnen hat mit den Händen, die steckt immer noch in der Repräsentation der Zahl ganz offensichtlich drin. Und deswegen braucht es bei uns ab der 6 ein bisschen länger, weil da irgendeine Spur über die nächste Hirnhälfte auch noch läuft. Und bei den Chinesen läuft erst ab der 11 dann die Spur über die andere Hirnhälfte. Und genau deswegen braucht es halt bei uns ab der 6 ein bisschen länger. Man weiß mittlerweile, je mehr Fingerspiele Sie im Kindergarten machen, gibt es etwa 3 Studien auf der ganzen Welt, desto besser sind Sie als Erwachsene in Mathematik. Das geht tatsächlich so rum. Wenn Sie also wollen, dass heute im Kindergarten die Grundlagen dafür gelegt werden, dass hinterher alles ITler werden, was machen Sie da? Laptop-Kindergärten oder Fingerspiele? Die Antwort heißt Fingerspiele. Ja? Und das sagt Ihnen
die empirische Forschung und das sagt ihnen auch ein grobes Verständnis vom Gehirn, weil wir wissen ja, wie das Ding funktioniert und deswegen kann es gar nicht anders sein. Es kann wirklich gar nicht anders sein. Entwicklungsbiologie, das ist, was ein Lehrer eigentlich gar nicht lernt, wie sich das Gehirn entwickelt, aber es ist mit das Wichtigste, was man wissen kann. Das hier ist, wenn Sie so wollen, das Urgestein von Entwicklungsneurobiologie. Diese Bilder stammen von Herrn Paul Flechsig. Der war Anatom vor 100 Jahren in Leipzig und dann in Berlin. Und der hat sich eine simple Frage gestellt, nämlich wenn ein Hirn wächst, was wächst denn da? Man wusste schon, Nervenzellen kommen eigentlich nicht dazu. Die sind bei der Geburt praktisch alle da. Ein bisschen was wächst noch, aber bald nach der Geburt wächst nichts mehr an Nervenzellen. Aber das Hirn eines Säuglings ist 350 Kubik oder Gramm, und weil spezifisches Gewicht ist etwa 1. Und das Hirn eines Erwachsenen ist so 1300, 1400. Also es vervierfacht sich. Ja, die Frage, was vervierfacht sich denn? Und der Flechsig, der hatte, was hatte der? Der hatte genug tote Gehirne. Und der hat er auseinandergeschnitten und mit einem Farbstoff angefärbt, der fett schwarz färbt. Und das sind die Bilder. Die hat er publiziert, sind wunderschön, ganz genau. Und Sie sehen, das ist ein Gehirn eines Neugeborenen. Was ist hier mit, was ist hier schwarz? Wenn Sie sich an das Bild von Penfield, den mit dem Homunculus entsinnen, das ist Sensorik und Motorik. Ja? Das ist ein 4,5-jähriges Kind. Das ist noch ziemlich hell und das ist auch noch ziemlich hell. Aber die Sensorik ist schon ziemlich dunkel. Hier hinten ist auch noch schon ziemlich dunkel gesehen. Ja? Und das ist ein Erwachsener. Lauter Fett. Ihr Hirn besteht zu 60% aus Fett. Auch wenn Sie auf Diät sind. Ja? Weil das ist ja nicht das Hüftgold oder so. Nein, das ist was, ein ganz besonderes Fett. Und Sie wissen, jeder, der ein bisschen Biologie gelernt hat, weiß, was für ein Fett das ist. Das ist Myelin. Das ist um Nervenfasern herumgewickelt. Und dann geht die Nervenleitung nicht mehr so, sondern sie hopst von einem kleinen Schnürring, wo eben dann das Myelin mal kurz fehlt, zum nächsten. Sie haben also nicht mehr so eine kontinuierliche, sondern Sie haben eine saltatorische Erregungsleitung. Die sorgt dafür, dass die Leitungsgeschwindigkeit um den Faktor 35 steigt. Was heißt denn das? Und was habe ich Ihnen vorhin gesagt? Dass die Hirnareale, die Module reden miteinander. Und wenn der mit dem redet, hin und zurück, das sind 20 Zentimeter, und wenn die Nervenleitgeschwindigkeit 3 Meter pro Sekunde ist, dann haben Sie, und es geht 10-mal hin und her, ist in der Sekunde schon fast rum. Und das ist ein Problem. Denn da sollen ja dutzendweise Module miteinander reden und das soll geistige Leistung sein. Perzeption zum Beispiel. Ja? Wo Sie innerhalb von weniger als 200 Millisekunden schon wissen, ob da was Belebtes auf dem Bild ist oder nicht. Science. 1996, Simon Thorpe hat das rausgefunden. Also sie sind verdammt schnell. Ja. Die Frage ist, wie kann das überhaupt gehen? Und es geht nur, wenn sie schnelle Nervenfasern haben, denn dann können die im Ping-Pong 10-mal hin und her spielen und es ist immer noch nur noch ein paar Millisekunden rum. Das kann nur so gehen. Was heißt denn das, wenn kortikale Verarbeitung also so funktioniert, wie ich es Ihnen karikiert habe, dann kann der nicht mehr, als sie zwicken den am Bein und dann schnickt er mit dem Fuß. Ja, das kann der. Also Sensorik, Motorik wieder raus. Mehr kann der nicht. Ja, der kann schon ein bisschen mehr, weil da kannst du sozusagen noch ein bisschen über diese, müssen wir mal da hingehen. Ne? Das Baby, da geht's, da ist schnell die Phase, die hier hingeht und dann gibt es eine Verbindung von da nach da, die ist auch schon schnell und dann geht es wieder raus. Und mehr geht halt noch nicht. Und der ganze Kram da drin, der ist zwar schon da, aber die Fasern sind langsam und deswegen ist der zwar da, der Kram, aber ist noch nicht online. Ja? Und das Interessante ist, dass dann die Myelinisierung, das hat der Herr Flechsig herausgefunden, nach ganz bestimmten Muster immer gleich biologisch abläuft, nämlich von außen nach innen. Also erst klappt das da, dann klappt das ein bisschen und dann klappt das ein bisschen und dann lernen die von dem und dann die von dem und die von dem. Jetzt kann man Netzwerksimulationen machen und zeigen, dass diese Art des Schon-Lernens, wenn sich das Ding, was lernt, noch entwickelt, hat eine ganz interessante Eigenschaft. Es kann mehr Komplexität aus dem Input extrahiert werden, als wenn das ganze Ding schon fertig wäre und anfangen würde. Und der Grund ist der, dass wenn der hier tut und sonst nichts und dann eben der eine Verbindung noch da hat, dann lernt der ganz einfache Sachen. Nehmen wir an, das wäre Akustik, dann würde hier meinetwegen eine Frequenzlandkarte sein. Wir wissen ja, in A1, tiefe, mittlere, hohe Töne, da haben wir eine Frequenzlandkarte. Die nächste Stufe irgendwo weiter, kann man sich sowas vorstellen wie, das ist jetzt ein kortikales Areal, was Muster aus der Frequenzlandkarte bekommt. Also meinetwegen 100 Hertz ist an, 200 Hertz ein bisschen an, 300 Hertz ein bisschen mehr und 400 Hertz viel und so weiter. Und das ist, und wenn immer gleiche Neuronen an sind und dann feuern und der das aufnimmt, dann wird der irgendwann sowas registrieren wie A-E-I-O-U. Denn das ist nichts anderes als ein unterschiedliches Frequenzgemisch von Frequenzen, die immer sozusagen eine Verdopplung sind und dann eben noch mal ein, also ein n-faches, vielfaches, Entschuldigung, der Grundfrequenz, und aber verschiedene Anteile davon. Was haben wir also auf der nächsten Stufe? Na, sowas wie Vokale.
Und dann gibt es noch so ganz komische Sachen, das wird wahrscheinlich sogar ein anderes Modul sein, dass wir und sowas machen, das sind überhaupt keine Frequenzen, also es sind sozusagen Frequenzgemische, die nicht ganzzahlige Vielfache sind, also was ganz anderes. Und der Nächste wird mitkriegen, dass die oft in einer Abfolge kommen. Was der Cortex besonders gut kann, ist zeitliche, also ein paar Millisekunden, und der Cortex weiß schon, da ist ein Unterschied. Das heißt, er ist auf Zeitliches ganz, also das kann er ganz gut. Und das heißt wiederum, dass auf der nächsten Ebene zum Beispiel sowas wie ein raumzeitliches Muster von dem Muster und dann kurze Zeit später das da, das ist bar. Und so lernt er Silben. Und dann lernt er irgendwann, dass bestimmte Silben überzufällig häufig hintereinander kommen. Dann lernt er Wörter. Und dann lernt er Wörter, Muster von Wörtern, auf gut Deutsch Sätze, und dann lernt er Muster von Sätzen und so weiter. Und das passiert vollautomatisch nacheinander, nicht weil da ein Lehrer da ist, der mit dem Säugling erstmal A, O, U trainiert. Das braucht's nicht. Wir können mit dem Baby quatschen, wie wir wollen. Das Baby kann gar nicht anders, als erstmal nur die Laute lernen. Und dann Lautverbindungen. Und also vorher noch die Frequenzen, die kann es wahrscheinlich schon aus dem Mutterleib her, denn der hört es ja auch schon. Und so weiter. Das heißt, das Ding kann besonders gut lernen, weil es unfertig auf die Welt kommt und dann sich noch entwickelt, während es schon lernt. Das ist eine ganz verrückte Idee. Sie wissen, Gehlen, Mängelwesen und Nesthocker und all sowas. Wir haben immer gedacht, es ist auch ganz schrecklich, dass das Hirn so unfertig auf die Welt kommt. Und es ist dem Lernen ganz abträglich und deswegen kann so ein Baby gar nicht gut lernen. Wir wissen heute, alles kaputt. Es ist andersrum. Ja. Weil sie mit dem Gehirn, was sie heute haben, noch nicht geboren worden sind, genau deswegen haben sie sprechen gelernt. Und wenn sie ihr Hirn bei der Geburt schon gehabt hätten, was sie heute haben, hätten sie wahrscheinlich nicht sprechen gelernt. Das sagen zumindest die Computersimulationen, die es dazu gibt. Das wäre zu kompliziert gewesen. Und dadurch, dass eben sozusagen am Anfang nur alles einfach geht und dann kommt das Komplexe obendrauf und da wird das Komplexe obendrauf, dadurch ersetzen sie den Lehrer in den ersten 6 Lebensjahren. Sie brauchen einfach keinen. Die Hirnentwicklung erledigt das. Ist doch genial. Ja. Die erledigt es natürlich nur, wenn sie Input haben. Wenn sie mit jemandem nicht reden, dann lernt er auch nicht sprechen. Das ist ganz wichtig. Ja. Und das gilt natürlich für alles andere auch. Ja. Wenn Sie also wirklich Computer in den Kindergarten tun oder Roboter für die Kinderbetreuung verwenden, wie in Japan, ja, dann müssen Sie sich nicht wundern, wenn da ganz gestörte Kinder bei rauskommen. Ja. Also die brauchen ja den entsprechenden Input. Ich muss zum Schluss kommen. Ich habe eigentlich, ja, ich wollte Ihnen, das könnte ich Ihnen noch zeigen. Input, Output, Baby, kleines Kind, Erwachsener. Ne? Beim Hirn geht der Output ja nicht da raus, deswegen habe ich hier so einen Quadratschädel hingemalt, um Ihnen das Schema so zu zeigen. Ja? Und was dann daraus praktisch folgt, zeige ich Ihnen auch. Beim Kind süß essen geht gar nicht anders, reflexhaft. Ja? Beim Erwachsenen süß, Figur, Diät, nicht essen. Zumindest besteht die Möglichkeit. Ja? Noch ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, der auch ganz, also ich überziehe 5 Minuten, Entschuldigung, aber das ist mir jetzt einfach wichtig. Beim Lernen, um es auch ganz klar zu sagen, geht es ein bisschen so zu wie beim Golfspielen. Sie stehen da mit Ihrem Ball und der soll in das Loch. Welche Strategie ist da am effektivsten? Nun, Sie hauen erstmal mit einem Prügel auf den Ball, dass der so halbwegs in die Richtung da fliegt. Und dann nehmen Sie schon viel genauer und dann ganz genau und sind sie drin. Stellen Sie sich vor, es gäbe eine Regel, die sagte, die Schlagweiten beim Golf sollen immer gleich weit sein. Hätten Sie jetzt die Möglichkeit, eine ganz geringe Schlagweite zu nehmen, das wird lang dauern, bis Sie angekommen sind. Ja? Oder Sie könnten eine riesen Schlagweite nehmen, wuff, 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 da würden Sie immer ums Loch rumhopsen und wären nie drin. Ja? Genau das ist letztlich der Punkt beim Lernen. Denn jedes lernende System, also vom Roboter über den Plattwurm bis zum Menschen, ja, ist völlig egal, wer da lernt, hat ein Problem zu lösen. Nämlich, wenn ein Baby lernt laufen, ja, zieht sich hoch, plumpst hin, zieht sich hoch, plumpst hin. Da lernt man auch viel, wenn man dem Baby zuguckt, so ein Kleinkind beim Laufen lernen. Erstens, wenn Sie wissen wollen, was Frustrationstoleranz ist, gucken Sie ihm zu. Ja. Wochenlang, monatelang klappt es ja nicht. Ja. Und laufen lernen ist ja, wir können das alle, aber es ist höllisch kompliziert. Wissen Ingenieure, die einem zweibeinigen Roboter laufen beibringen wollen, das Ding fällt immer um. Ja. Denn Sie müssen die Gravitationskonstante abschätzen, Hebelgesetze da einprogrammieren, Sie müssen Differentialgleichungen dutzendweise da reinprogrammieren für die Ansteuerung der Aktuatoren. Wir machten das beim Kleinkind. Das Kleinkind.
Ja, es steht, zieht sich irgendwo hoch, plumpst hin, zieht sich hoch, plumpst hin. Und im, hier wird nicht abgespeichert. Oh, gestern bin ich im linken Stuhlbein auf die rechte Pobacke gefallen. Weil nochmal, denken Sie an die Synapse, wenn da ein Impuls drüber läuft, wird nichts gelernt. Es wird überhaupt nichts Einzelnes gelernt, zunächst mal mit Ausnahmen. Da komme ich ganz zum Schluss drauf. Sondern es wird was Allgemeines gelernt. Und wie kommt das? Weil es viele, zieht sich hoch, plumpst hin, zieht sich hoch, plumpst hin. Und bei jedem Plumpser schickt es ein paar Impulse, meinetwegen, wenn man gerade nach da schwankt, nach da, und dann ziehen sich die Muskeln ein bisschen zusammen. Und wenn man zu wenig Impulse hinschickt, haut es einem nach da, zu viel nach da. Und man stellt immer so ein bisschen nach. Ja? Also wenn es einem nach da gehauen hat, noch ein paar mehr. Wenn es einem nach da haut, ein bisschen weniger. Und so justiert man ein paar Mal nach und schon klappt's. Wie lernen Babys laufen? Die Antwort ist ganz einfach, von Fall zu Fall. Anhand der einzelnen Fälle wird, und das ist der Witz, nicht der Einzelfall gelernt, sondern das Allgemeine dahinter, wie man oben bleibt. Das ist ganz wichtig, weil sprechen lernen wir genauso, uns benehmen auch. Ja. Wichtig ist jetzt, wie stark soll denn die Veränderung sein mit jedem einzelnen? Also wie kommt man ganz schnell? Sie sollen meinetwegen, wenn Sie nach so viel geschwungen sind, sollen Sie 39 Impulse nach da schicken, dann geht es genau wie in die Mitte. Ja. Wie lernen Sie die Zahl? Nun, wenn Sie jedes Mal die Synapsen ein kleines bisschen ändern, nur ein ganz, ganz kleines bisschen, brauchen Sie, hier ist der wahre Wert, hier sind Sie, dann sind Sie tot, bis Sie fertig sind. Wenn Ihre Lerngeschwindigkeit richtig groß ist, Synapsenänderungen pro Erfahrung ganz viel, ja, wuff, 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 kann man zeigen, dann hopsen Sie um den wahren Wert rum und kommen nie hin. Das zeigen Computersimulationen von Netzwerken ganz schön. Die Lernkonstante ist da eine ganz wichtige Größe. Die meisten Programme, die man zur Simulation kaufen kann, die machen die automatisch immer kleiner während des Lernvorgangs. Ja, man fängt sozusagen mit Riesenschritten an in die richtige Richtung und wird dann immer kleiner und so kommt man einerseits schnell in die Nähe und dann aber auch wirklich hin. Genau deswegen lernen Babys so schnell und kleine Kinder auch. Wenn sie es nicht glauben, spielen sie mit dem Engel mal Memory, dann wissen sie es, ja, mit dem Fünfjährigen. Und dann wird die Lernkonstante aber auch aktiv runtergeregelt, sodass ein 17-Jähriger extrem langsam lernt. Dafür gibt es Daten, die das auch zeigen. Lasse ich jetzt weg. Ja. Das heißt aber auch, wann wird am meisten gelernt? Na, in frühen Jahren. Ja. Das heißt wiederum, das ist Science 2006, wann rentieren sich Bildungsinvestitionen am stärksten? Im Kindergarten. Ja. Und dass wir, wieder eine ganz praktische Konsequenz, dass die Bundesanstalt für Arbeit hier 15 Milliarden jährlich, ich sag mal, verschwendet, dass die Arbeitslosenstatistik ein bisschen schöner aussieht und dass ein Gabelstaplerfahrer zum Gabelstaplerfahrer umgeschult wird und dann noch PowerPoint lernt. Das könnten Sie eigentlich ersatzlos streichen und die 15 Milliarden dahin tun. Da hätten Sie einfach einen viel größeren Effekt. Warum passiert das nicht? Weil die nicht wählen und die schon. Ganz einfach. Die haben keine Lobby. Und deswegen reden alle von Bildung und von frühkindlicher Bildung. Uns passiert nichts. Gerade im Kindergarten. Ja. Natürlich passiert jetzt ein bisschen was, aber das weiß man ja schon länger, ja, und hätte man schon viel mehr machen können. Und wenn man sieht, wie langsam das ist, ist es ganz grauslich. Und da wird Geld rausgehauen für nichts. Es ist so. Ja. Nur so wissenschaftlich ist es falsch rum. Um es ganz klar zu sagen. Ja. Noch ein ganz kurzer, wichtiger Gedanke. Das Frontalhirn entwickelt sich am Schluss. Was sitzt hier? Kognitive Kontrolle. Das muss geübt werden. Und geübt kann es nur dadurch werden, dass Sie Sachen, die Spaß machen, fertig machen wollen und sich gegen Störreize wehren wollen und es dann auch tun und so lernen sie das, sich konzentrieren und dranbleiben. Das ist ganz wichtig, das muss man lernen. Dafür gibt es schöne Daten, Science 2011 im Herbst, Übersicht dazu, wenn Sie es interessiert. Das ist wirklich, wir wissen da mittlerweile ziemlich viel drüber. Da muss das Frontalhirn muss nicht nur sich ausbilden, es muss auch was zu tun kriegen, so wie die Sprachzentren, die müssen ja sprechen lernen. Die müssen sich nicht nur entwickeln, die müssen auch Input verarbeiten. So muss auch ihre Selbstkontrolle, ihre Willenskraft, hätte Immanuel Kant gesagt. Die braucht Anlässe zum Arbeiten, sonst trainiert, sonst entwickelt sie sich gar nicht. Ja. Pediatrics, Herbst 2011, schöne Studie, im September publiziert. Kinder können malen oder einen Tierfilm gucken oder einen schnellen Cartoon. Das, was in Morgensendungen im Kinderkanal immer läuft. Ja, ein schneller Cartoon. Dann machen Sie hinterher Tests fürs vier verschiedene Tests fürs Frontalhirnfunktion. Belohnungsaufschub, Turm umbauen, also Plan, Zahlen rückwärts nachsprechen und Kopf, Schulter, Knie und Zeh, also Kindergartenkinder. Ja? Und was Sie sehen ist, das Zeichnen macht Sie besser, der Tierfilm macht nicht viel und der schnelle Cartoon, da geht es in den Keller. Die Frontalhirnfunktion geht in den Keller. Noch eine Studie.
PNAS 2011. In den USA hat man 70 Richter hergenommen. Und ich meine, Richter, die denken nach. Die brauchen ihr Frontalhirn. Ja? Und das Richterfrontalhirn ist sicher besser als das von einem durchschnittlich Erstklässler oder sowas. Ja? Also die sind richtig trainierte, also Frontalhirn trainierte Leute sind das. Ja? So. Und jetzt gucken Sie an, der hat immer die gleiche, man hat reale Urteile untersucht, nämlich das waren immer die gleichen Urteile, nämlich kann jemand, der wegen guter Führung schon entlassen werden. Und das wird nach Aktenlage beurteilt, man hat einfach geguckt, wie hat der Richter das Urteil gefällt, in Abhängigkeit davon, wann er gefrühstückt hat. Wenn der glatt gefrühstückt hat, haben Sie eine 65% Chance freizukommen. 3 Stunden später, null. Dann ist da was, da geht es wieder hoch auf 65%. Dann geht es wieder runter, dann ist da wieder was und so. Ihr Frontalhirn ist extrem sensibel auf die Zuckerkonzentration im Blut. Das sehen Sie an diesen Daten. Was für Richter gilt, gilt für Erstklässler auch. Was wissen wir von Millionen von deutschen Schülern? Die frühstücken vor der Schule nicht, sondern ziehen sich ein paar Cartoons rein. Da können Sie auch vor einem Marathonlauf sich ins rechte und ins linke Knie schießen. Ja. Wenn diese Schüler in die Schule kommen, mit Fernsehen, ohne Frühstück, dann ist der Lehrplan egal, da ist das Schulsystem egal, da ist alles egal, weil da haben sie eh keine Chance. Aber das haben wir millionenfach, das weiß ich. Ja. Und das muss man sich mal klar machen. Das sind die Probleme, die wir in der Schule haben. Und da kann die Hirnforschung eine Menge dazu sagen, denn wir wissen, was da sein muss und was da nicht sein muss. Jetzt bin ich wieder gleich ganz schnell. Ach so, das wollte ich Ihnen noch zeigen. Ist Google making a stupid? Die Antwort ist ja. Das Science Paper müssen Sie selber nachlesen. Da sind einige Experimente vorgestellt. Wenn Sie was googeln, dann wissen Sie ja, es ist abgespeichert. Irgendwo, ich finde es auch wieder. Was müssen Sie nicht? Es einspeichern. Und Sie tun es auch nicht. Und das ist nachgewiesen, empirisch mittlerweile. Deswegen, ja, Google macht uns dumm. Multitasken auch, das lasse ich jetzt weg. Was ich richtig wichtig finde, die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages, 21.10.2011, Medienkompetenz, was hat sie für Empfehlungen? Jedem Schüler einen mobilen Computer. Das gilt parteienübergreifend und legislaturperiodenübergreifend. Und nach allem, was ich Ihnen gesagt habe, ist das Humbug. Spiele, Computerspiele als Aufgabe der Medienpädagogik. Vor ein paar Wochen erst hat der Kulturstaatsminister einem Killerspiel einen Preis, $50.000 Steuergelder verliehen und die Laudatio selber gehalten. Ein Kulturstaatsminister, das ist unglaublich. Es geht noch weiter. Das hier verbreitet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Halten Sie sich fest. Was Computerspiele betrifft, so stehen Kindern, die nie an einer Playstation spielen, andere gegenüber, für die diese zum Alltag gehört. Dementsprechend zeigen sich bei Kindern auch Unterschiede in ihrer Medienkompetenz. Ein Vater, der das liest, sagt, einen inkompetenten Sohn hätte ich aber nicht gern. Also kaufe ich denen eine Playstation. Was passiert, wenn sie das tun? Das zeigt diese Studie. Da haben Wissenschaftler, Amis, eine Zeitung inseriert, haben gesagt, wir suchen Eltern, die einen Bub in der ersten, zweiten oder dritten Klasse haben und dem eine Playstation kaufen wollen. Bitte melden Sie sich bei uns, wir schenken Ihnen eine. Hat man gemacht. Und dann ist man hergegangen und hat, die haben gesagt, pass auf, ihr müsst zweimal kommen. Einmal machen wir Tests und 4 Monate später machen wir nochmal Tests. Und die Hälfte der Jungs bekam die Playstation gleich und die andere Hälfte nach 4 Monaten. Und die Zuteilung war randomisiert. Jetzt haben sie eine randomisierte, kontrollierte Studie zu den Auswirkungen einer Playstation, denn man hat ja zweimal die Jungs getestet. Nämlich lesen. Die Kontrollen wurden halt, wenn sie ein Vierteljahr, 4 Monate Schule haben, werden sie besser im Lesen. In der ersten, zweiten und dritten Klasse. Es sei denn, Sie haben eine Playstation. Ja, signifikanter Unterschied. Schreiben, das Gleiche. Ja, kein Unterschied, deutlicher Unterschied. Auch signifikant. Einträge ins Klassenbuch, Schulprobleme. Normalerweise werden Sie ein bisschen mehr Kontenance kriegen, je älter Sie werden, je Frontalhirn entwickelt sich ja. Ne? Es sei denn, Sie haben eine Playstation. Ja. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung verbreitet, dass Eltern ihren Kindern... Der eigentliche Skandal ist, dass da Playstation steht, nicht etwa Spielekonsole. Wenn ich im Arztbrief schreibe, wir behandelten die Kopfschmerzen mit Aspirin, da kriege ich eins drauf. Warum? Ich soll Acetylsalicylsäure sagen, weil Aspirin ist Werbung. Und hier sagt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Eltern, kauft euren Kindern eine Playstation. Das ist wirklich nicht mehr schön.
Fraunhofer-Institut macht sowas, Games Masterclass, Doktorhut neben Spielekonsole. Ja, also schöner geht es gar nicht mehr, hier können sie ballern und kriegen auch noch ein akademisches Lorbeer dafür. In NRW wurde ausgehend von NRW wurde diese Initiative, nur so als Beispiel, es ist so, dass Sie merken ja, ich kann das nicht emotionslos vortragen. Ja? Es kann ich wirklich nicht, weil das ist unglaublich, wenn man sich klar macht, was ich Ihnen eben alles gesagt habe. Ja? Was ist das? Elternlern. Nun, hier ist der Herr Laschet, den kennen Sie alle gut, ja? Der schreibt eben hier im Vorwort, dass sich die Eltern und Pädagogen der Faszination von Spielen, von Computerspielen nicht immer anschließen können. Ja? Und dann wird sogar ja betont, dass manche sagen, wie negativ das ist. Ja? Und dann geht's weiter. Gleichzeitig werden aber auch die Chancen für den Erwerb wichtiger Schlüsselqualifikationen hervorgehoben. Komischer Satz, ja? Chancen für Schlüsselqualifikationen. So, welche Spiele sollen dann die Eltern spielen, damit sie wissen, was ihre Kinder machen? Erstens Trackmania Forever, zweitens Warcraft 3 und drittens Counter-Strike. Ja, wenn Sie es nicht glauben, googeln Sie Elternlern, dann finden Sie das. Das können Sie selber verifizieren. Ja. Ich habe in meinem neuen Buch Digitale Demenz übrigens das Logo hier und das abbilden wollen. Ich habe von beiden Institutionen keine Abdruckgenehmigung bekommen. Die haben ein bisschen Muffesausen. Ja? Aber sie verbreiten es per Internet, wie toll es ist. Ja. Man glaubt es ja nicht, aber es ist so. Ja. Deswegen macht man sich natürlich schon Gedanken, das zeige ich Ihnen jetzt auch nicht. Ja, auch die evangelische Kirche macht auch sowas. Ja. Und ich habe mit Kirchenvertretern gesprochen, die haben gesagt, naja, ist klar, viele Kirchenvertreter haben Angst um die letzten Jugendlichen, die ihnen da davon schwimmen und genau deswegen versuchen die schlichtweg, sich denen anzubiedern und das machen die. Die machen ganze Kongresse, wie toll Ballerspiele sind. Das ist kein Witz. Jetzt, das lasse ich alles weg. Ja, das auch. Halt, stopp. So, das hier. Letzte 2 Minuten, bitte gestatten Sie mir das, weil das ist, ich möchte ein bisschen schöner aufhören. Diese Folie kennen Sie, Ledoux, vor 20 Jahren, wie Angst funktioniert. Erstmal ganz wichtige Einsicht. Lernen geht langsam und inkrementell, ja, aber manchmal geht es auch richtig schnell. Hand auf die heiße Herdplatte. Autsch. Wie oft machen Sie das? Einmal. Kann ja trainiert da Synapsen. Ne? Wie kann das gehen? Ganz einfach. Das tut weh. Sie haben eine negative Erfahrung gemacht und die sorgt dafür, dass Sie diese negative Erfahrung nicht nochmal machen wollen und deswegen lernen Sie das ganz schnell. Junger Mann geht in die Disco, junges Mädchen lächelt ihn an. Und schon hat er sich geändert und was gelernt. Die muss den auch nicht stundenlang angrinsen, sondern der berühmte Augenblick genügt, zack. Also, plakative Beispiele, die Ihnen zeigen sollen, Emotionen haben ganz viel mit Lernen zu tun. Beschleunigen, das ist maßlos. Angst auch. Das Problem mit der Angst ist, Angst macht, dass unsere kortikalen Zugriffsmöglichkeiten, unser Bewusstseinsfokus ganz eng wird, weil wenn was Schlimmes passiert, stellen Sie sich vor, der hier, ja, in dieser Situation, der lehnt sich entspannt zurück und lässt das Problem auf sich wirken. Von dem stammen wir nicht ab. Ja. Wer in der Situation, der denkt ganz scharf, ganz schnell und rennt weg. Ja. Und genau das. Und wenn er dann noch viele kreative Ideen hat, ist das ganz schlecht. Das braucht es nicht, das ist falsch, das ist fehl am Platz. Und genau deswegen macht unser Hirn das nicht. Das macht aber, in dem Fall ist das gut, wenn Sie aber in Mathematik sitzen und Lisa, komm mal vor, die binomischen Formeln gingen gestern auch schon nicht. Ja? Die kann gar nicht so schnell an die Tafel rennen, ihr Mandelkern ist immer schon an. Ja? Und dann ist die Angstreaktion passiert und dann ist auch der entsprechende Kortex in seiner Zugriffsweise verstellt und dann kann sie nicht mehr kreativ sein. Warum ist Mathe das Angstfach Nummer 1? Weil in Bio können Sie immer noch was auswendig lernen. Mägen der Kuh, Pansenblättermangel, das können Sie, ja. Aber und auswendig gelerntes runterrattern kann man. Aber in Mathe heißt die Antwort nie 42, Lehrer, du bist drauf gekommen, ich habe es auswendig gelernt. Das gibt's da nicht. Und genau deswegen können Sie die Angst nicht mehr loswerden durch auswendig gelerntes. Und deswegen ist Mathe das Angstfach Nummer 1. Mittlerweile gibt es sogar eine schöne Studie im Scanner, das lasse ich jetzt aber weg, wo man gezeigt hat, dass wirklich Angststrukturen mit Matheangst korrelieren, dass die Matheangst vor der Aufgabe prädiziert, wie gut sie die Aufgabe lösen, oder dass die Matheangst vor der Aufgabe Emotionsregulationszentren runterregeln und je mehr die aber dann funktionieren, desto weniger Matheangst haben sie und desto besser machen sie die Aufgaben. Und es korreliert nebenbei die Matheangst nicht, wie gut eine Mathe ist. Es kann also auch sein, dass jemand gut in Mathe ist und immer Matheangst hat.
Ja? Nur langfristig hört natürlich der auf, Mathe zu lernen, der immer Matheangst hat. Und wird auch langfristig immer schlechter. Das hätte ich Ihnen noch lange schön erklären können. Jetzt wissen Sie, wie man nicht lernt, nämlich mit schlechten, mit negativen Emotionen. Jetzt ganz am Schluss, wie es geht. Und der erste wichtige Befund kommt von Olds und Milner 1954. Die haben Elektroden ins Mausehirn gesteckt und tief im Mittelhirn stimuliert. Normalerweise hat man vor 60 Jahren dann stimuliert und geguckt, was passiert, also mit Knopfdruck, und dann zuckt es irgendwo und da hat man halt gelernt, wie das Hirn aufgebaut ist durch motorische Antworten auf Stimulationen, elektrische im Gehirn. Zykologie war Hirnforschung vor 60 Jahren, ja, also Elektrophysiologie. Und da hat man unglaublich viel rausgekriegt. Das hier war das Faszinierendste. Man musste der Ratte die Taste hier reinbauen, damit sie hier rumrennt und dann mal zufällig drankommt. Und was passiert dann? Dann kriegt sie einen kleinen Stromstoß ins Mittelhirn. Und was macht sie? Sie drückt die Taste sofort nochmal. Nochmal, nochmal, nochmal. Diese Tierchen haben die Taste 2000 Mal in der Stunde gedrückt. Die haben nichts mehr getrunken, die haben nichts mehr gegessen, die haben die Taste gedrückt. Bis sie tot waren. Das hat die, können Sie sich vorstellen, das war publiziert 1954. Das haben die sich, da ging es los auf den Kongressen. Ja. Orgasmuszentrum der Ratte, was die sich alles zugeraunt haben damals. Da war echt was los. Ja. Weiter geforscht. Was haben wir noch mitbekommen? Sie können die Drähte drin lassen, können ableiten, einen Suchtstoff geben. Was finden Sie? Es kommen mehr Impulse. Ah, das muss das Suchtzentrum sein. Sie können das Tierchen kratzt sich zufällig, geben einen Impuls rein, es kratzt sich sofort wieder. Ah, das muss belohnende Effekt haben. Belohnungszentrum. Jetzt haben Sie schon Lust, Sucht, Belohnungszentrum. Was ist es denn? Weiter geforscht. Also, ich fasse ganz rasch zusammen, es wurde nicht nur geforscht, dass es auch beim Hund sowas gibt und beim Primaten. Ja? Irgendwann hat man sich überlegt, ja, haben wir das auch? Und wo sitzt's? Den Mandelkern beim Menschen hatte man sehr früh in der Imaging-Literatur, das, salopp gesagt, Glückszentrum, Fehlanzeige. Im Nachhinein ist ziemlich klar, warum. Legen Sie mal einen in die Röhre und machen den so richtig happy. In dem engen Ding. Ja? Das war ein Problem. Deswegen hat es wirklich gedauert, bis dann ein deutschstämmiger amerikanischer Psychiater, Hans Breiter, eine ganz verrückte Idee hatte. Wir nehmen Kokainsüchtige im Entzug, die zittern und schwitzen, was wollen die den nächsten Schuss? Dann legen wir die in die Röhre, geben den Schuss und gucken, wo es leuchtet. Das Verrückteste an der Studie, sie wurde in Boston von der Ethikkommission genehmigt. Ja? Die Zeitschrift Neuron, das wissen Sie, ist für uns Hirnforscher das, was die Bunte für normale Leute ist. Und das sehen Sie. Sehen Sie den Hirn durchgeschnitten und hier sehen Sie Dynamic Mapping of Circuits Activated by Cocaine in the Human Brain und hier sehen Sie es dann, da leuchtet es wirklich. Es war im, steht hier oben, September 1997. Ja. Haben sich die Forscher jetzt zurückgelehnt? Okay, Glückszentrum abgehakt, machen wir was anderes. Zwischenfrage, wer von Ihnen ist kokainsüchtig? Hand hoch. Sehen Sie, genau das war das Problem. Genau das war jetzt das Problem. Denn Sie alle haben das Ding im Kopf, ventrales Striatum, Nucleus Accumbens. Die Frage ist, was machen Sie eigentlich damit, wenn Sie nicht süchtig sind? Das wusste man damals nicht. Heute wissen wir es. Weiter wird geforscht. Sie brauchen gar kein Kokain. Schöne Musik tut es auch. Schokolade. Wir 2002 haben wir gemacht. Wenn Sie einen Porsche zeigen und das sind Männer im Scanner, geht es auch an. Und wenn man denen dann einen Daihatsu zeigt, geht es aus. Aber wir wollten noch mehr wissen. Wir haben auch überlegt, und da gab es auch mittlerweile schöne Tierversuche dazu, was passiert denn genau, wenn das Ding angeht? Was dann passiert ist? Zwei Sachen. Erstens mal, dieses Ding macht vor allem endogene Opioide, schüttet es im Frontalhirn aus. Und wenn Ihr Hirn selber Opium macht und dahin tut, was macht es? Spaß macht's. Zweitens wird der Botenstoff Dopamin vermehrt freigesetzt und der bewirkt im Hippocampus und im Cortex, dass das, was gerade passiert ist, besonders gut gelernt wird. Da gab es erst letztes Jahr ein ganz schönes Science Paper dazu. Das heißt, Sie haben eine positive Emotion und Sie lernen ganz schnell, wenn das Ding angeht. Jetzt schien alles klar zu sein. Oh ja, das Ding ist halt irgendwie auch, wir lernen gut und wir lernen, was schön ist, was positiv ist. War noch nicht die ganze Story. Aus Tierversuchen gab es einiges. Wir haben zum Beispiel Folgendes gemacht, wir legen einen in die Röhre und sagen, pass auf, du kriegst jetzt 1 Euro. Die Kontrollbedingung, mit der wir dann die Bilder vergleichen, ist, du kriegst jetzt gleich 20 Cent. Und den Unterschied sehen Sie hier. Das ist das Striatum. Ja? Also, das ist nebenbei echter, das haben wir 2005 publiziert. Das ist echter Fortschritt. Ja? Also, Kokain IV, 80 Cent. Böse Zungen behaupten, das geht nur in Schwaben, aber das stimmt nicht. Das geht auch in Amerika. Ja? Der Punkt ist, wenn wir dem dann den Euro geben, dann leuchtet es nicht. Haben wir erst gedacht, wieso soll denn jetzt das? Wenn man aber ein bisschen drüber nachdenkt, wird es sofort klar. Was passiert denn, wenn der anspringt?
dann wird rasch gelernt. Wenn ich dem sage, du kriegst einen Euro und dann gebe ich ihm den Euro ein bisschen später, dann weiß er ja schon, dass er einen Euro kriegt. Das heißt, er lernt nichts, wenn er ihn dann kriegt. Und weil es nichts zu lernen gibt, geht es auch nicht an. Wofür ist das Ding also zuständig? Sucht, Lust, Glück, Belohnung, Pustekuchen. Für Lernen. Das ist ihr Lernturbo für alles, was gut für sie ist. Sehr klar aufgrund der Befundlage, die mittlerweile existiert, aber auch in den letzten 5 Jahren erst. Ja. Es ist fürs Lernen da. Tief in ihrem Hirn ist Glück und Lernen ganz eng beieinander. Ist das nicht irre? Wie nennen wir Schule? Ernst des Lebens? Sie merken schon, da stimmt was nicht. Ja, das ist richtig falsch. Ja. Ganz kleine Anmerkung noch. In Ihrem Hirn gibt es Sehzentrum, Rechenzentrum, ja, alles Mögliche. Wussten Sie, dass es da auch Einkaufszentren gibt? Das haben die Amis natürlich rausgekriegt, 2007, Neuron auch. Ja. Sie zeigen was und die kriegen vorher Geld und dann können sie sagen, kaufe ich nicht. Dann zeigen sie wieder was, kaufe ich nicht. 80 Mal. Und alles, was sie kaufen, können sie mitnehmen. Ja, es gilt also. Und dann liegen sie im Scanner, machen die ganze Aktivierungsbilder und dann machen sie was. Wie vergleichen sie die Bilder? Ganz einfach, wenn sie kaufen versus wenn sie nicht kaufen. Dann guckt man nach, wo ist mehr los, wenn man kauft. Was finden Sie? Die Einkaufszentren. Hier haben Sie es. Haben Sie doch schon 2 Mal gesehen, das Ding. Der Nucleus accumbens ist es wieder. Er macht also Einkaufen glücklich. Ja, für 10 Sekunden. Denn das ist die Aktivierung, wenn Sie kaufen, wenn Sie nicht kaufen. Sie sehen, hier ist wieder klar, etwa 10 Sekunden. Ja. Und dann müssen Sie noch bezahlen, dann müssen Sie Überstunden machen, um das Geld wieder zu verdienen, das Sie ausgegeben haben. Und das dauert alles viel länger. Sie haben also einen kurzen Kick beim Kauf, ne? Das kennt man ja. Und dann sind sie aber langfristig da, was die Wirtschaftswissenschaftler hedonische Tretmühle nennen. Ja? Sie kaufen, 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 sind im Hamsterrad drin und werden unterm Strich immer unglücklicher. Das war natürlich ein Spaß. Es ist nicht unser Einkaufszentrum. Das ist unser Lernturbo. Genauso wie Sie das Ding für Kokainsucht missbrauchen können, können Sie es auch fürs Einkaufen missbrauchen. Aber das ist nochmal ein Missbrauch für die Struktur. Ja. Das wusste nebenbei dieser Herr auch schon. Was sagt der? 2500 Jahre ist es her. Buddha, eine der wichtigsten Lehren, Leiden kommt von Leidenschaft. Und wenn Sie Leiden abschaffen wollen, müssen Sie Leidenschaft abschaffen. Deswegen will der Buddhist nichts, und weil er nichts will, kauft er auch nichts. Und deswegen muss er auch nichts bezahlen. Und ist deswegen längst nicht so unglücklich wie der Schwabe. Problem mit dem Buddhismus. Glücklich ist er deswegen ja auch noch nicht. Der ist ja nur weniger unglücklich. Was ist deswegen besser als Buddhismus? Gehirnforschung. Jetzt sollen Sie nicht lachen, ich meine das nämlich ernst. Ganz einfach, weil die Gehirnforschung uns zum ersten Mal jetzt gezeigt hat, ja, wofür sie ganz wichtig, wofür Glückserlebnisse da sind. Schlechteste Nachricht des Tages, Dauerglück kann gar nicht gehen, weil das Modul, dessen Arbeitscharakteristik ist dafür nicht ausgelegt. Immer wieder Glückserlebnisse hingegen. Ja, das geht. Nun, mit Leibniz muss ich jetzt aufhören, denn Sie haben ja alle ein individuelles Gehirn. Ihre Lebenserfahrung steckt da drin, in den 1 Million Milliarden Synapsen. Ja? Deswegen weiß ich nicht, was Sie schon wissen und was Sie nicht wissen und alles, das weiß ich nicht. Ja? Und deswegen kann ich Ihnen nicht sagen, was folgt aus dem völlig überzogenen Vortrag, den ich Ihnen gehalten habe. Ich entschuldige mich jetzt schon, aber ich bin so lange da, wie Sie wollen, mit wegen Fragen und so. Aber mein Punkt ist, dass Sie hoffentlich jetzt ein Gespür dafür bekommen haben, was das heißt, wenn man sich mit Gehirnforschung und Lernen beschäftigt. Das ist nicht egal, wie das Ding funktioniert, was da lernt. Und so holzschnittartig das jetzt auch war, was ich Ihnen vorgetragen habe, und das war es natürlich. Man könnte alles einzeln und wirklich gut vertiefen und dann würde es noch klarer werden und die Zusammenhänge würden noch deutlicher werden. Ja? Wenn man das tut, dann wird klar, wir müssen uns darüber Gedanken machen. Ja? Denn wir dürfen den Marktschreiern, also einer Institution dürfen wir die Bildung der nächsten Generation nicht überlassen, das ist der Markt. Ja. Und was Sie machen können, das kann ich Ihnen zwar nicht sagen, aber einen Tipp habe ich, mit Lernen hat es was zu tun und dann kann man zwar nicht dauerhaft, aber zeitlebens glücklich sein. Danke fürs Zuhören.